Das Thema von heute ist, wie sind die Verse zu verstehen im Koran, wo Allah darüber spricht, dass er über seinem Thron ist. Wie sind diese Verse zu verstehen im Lichte der Verse, die Allah, die jede Ähnlichkeit Allahs mit seiner Schöpfung negieren. Wie sind die zu verstehen? Das heißt, das Thema ist nicht, ist Allah wie ein Mensch oder ist Allah der Schöpfung gleich? Weil das wird behauptet, dass wir sagen würden, Allah ähnelt der Schöpfung, Allah ist ein Fleischklops, der irgendwo im Himmel sitzt. Und das ist eine Lüge, ist das. Sondern wir sagen ganz klar, Allah subhanahu wa ta'ala, laysa kamithli shay. Nichts und niemandem ähnelt er. Aber wie habe ich den Vers zu verstehen, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ar-Rahmanu al-Arsh istawa, der Allah ist über den Thron. Sure 20, Vers 5 und an sechs anderen Stellen im Koran. Oder Sure 70, Vers 4. Engel und der Geist steigen zu ihm auf in einem Tag, der 50.000 Jahre nach eurem Messen misst. Oder Sure 67, Vers 16 und 17, wo Allah sagt, seid ihr sicher vor dem, der im Himmel ist? Oder seid ihr sicher vor dem, der über dem Himmel ist? Oder Sure 16, Vers 15, Yachafuna Rabbahum min Fokihim, sie fürchten ihren Herrn, der über ihnen ist. Oder Sure 35, Vers 10. Ilayhi yas'adul kalimu tayyibu. Zu ihm steigt das gute Wort empor. Oder Sure 3, Vers 55. Ya Isa, inni mutawafika wa rafiuka ilayhi. O Isa, ich werde dich abrufen und zu mir emporheben. Oder Sure 4, Vers 159, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, bel raf'u Allahu ilayhi. Oder der Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt: "Lamma khalaqallahu al-khalqa taba fi kitabihi wa 'indahu fawqa al-'arsh." Als Allah die Schöpfung erschuf, schrieb er in ein Buch, das bei ihm über den Thron ist. Was immer gerne gradiert wird von den Leuten. "Indahu" bei ihm. Oder der Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu der Jariya sagt: "Ein Allah, wo ist Allah?" Wenn du diese Leute fragst, was sagen sie? "A'udhu billah." Diese Frage ist nicht erlaubt. Da frage ich, wer ist denn jetzt aus Sunnah? Die Leute, die sagen, die Frage, ein Allah ist erlaubt. Oder die Leute, die sagen, die Frage ist nicht erlaubt. Der Prophet hat gesagt, ein Allah. Und wie hat die Jariya erlaubt? Fisama. Was sagen sie dazu? A'udhu billah, das ist Kuffer. Wer folgt dem Propheten? Wer ist auf der Sunnah? Über dem Himmel. Wo? Ganz klar. Isra al-Miraj, der Prophet sallam geht hoch in den obersten Himmel. Er kommt runter zu Musa, sechster Himmel. Er sagt, Irji ila Rabbik, kehre zurück zu deinem Herrn. Irji ila Rabbik, kehre zurück zu deinem Herrn. Wo ist er danach hingegangen? Nach unten oder nach oben? Nach oben, zu seinem Herrn. Und viele andere Beispiele. Wie ist das zu verstehen so? Und ich muss sagen, ich habe jetzt in diesem Thema sehr viel gelernt. Alhamdulillah. Und ich wusste es eigentlich vorher schon, Allah ist der Einzige, der Recht leitet. Wir leiten nicht recht, Allah leitet recht. Und ich habe wirklich gesehen, wer die Wahrheit nicht will, der wird sie nicht sehen. Und ich bitte jedem, die Handys auszumachen. Das heißt, wer die Wahrheit nicht will, wird sie nicht sehen. Weil wenn ich sehe, dass Leute so tun, als wenn wir vor der Dings weggelaufen wären, und er sieht diese ganzen Videos, und er kann sie das alles zusammensetzen und sieht die Wahrheit, da weiß ich, dieser Mensch, es kann nur sein, dass Allah sein Herz blind gemacht hat. Wenn er sieht, dass die Leute sich einen Tag vor der Debatte melden und dann sagen, wir wären geflohen, das kann nur jemand machen, dem Allah das Herz blind gemacht hat wegen seinen Sünden, der die Wahrheit nicht sehen will. So. Also das heißt, wir leiden nicht recht. Man muss die Wahrheit sehen wollen. Deswegen auch für jeden hier. Man muss die Wahrheit sehen wollen, denn die Wahrheit ist klar und deutlich. Dann. Ich denke, ich kann heute über das Thema gut reden, aus folgenden Gründen. Erstens, ich bin damals in den Islam reingekommen und ich habe keine Familienbeziehung. Weil viele Leute, die in dieser Gruppe sind, gehören zu einem bestimmten Familienclan. Und man ist von vornherein unter Druck, wie damals bei den Quraysh, du musst diesen Glauben haben. Du wirst von vornherein manipuliert, das ist falsch, das sind die großen Feinde. Das heißt, der will die Wahrheit aus diesem Grunde nicht sehen. Aber ich war nicht Muslim. Ich komme in den Islam rein, sehe die Gruppe, die Gruppe, die Gruppe, die Gruppe, die Gruppe. Und ich gucke, ja, was stimmt mit Koran und Sunna überein? Zweiter Grund, ich bin nicht in den Islam eingetreten durch irgendeine bestimmte Person, wo ich dann zwangsläufig in derselben Gruppe lande wie diese Person, sondern ich habe es von außen gesehen. Ich bin durch Lektüre in den Islam eingetreten. Ich habe gelesen, die Bücher gelesen.
Ich habe, bevor ich den Islam eingetreten bin, habe ich den Koran dreimal gelesen und Bukhari komplett durchgelesen. Und die Sira Nabawiya von Ibn Ishaq komplett durchgelesen. Und die ersten 2 Jahre, wo ich Muslim bin, im ersten Jahr habe ich Bukhari komplett durchgelesen, im zweiten Jahr habe ich Sahih Muslim komplett durchgelesen auf Englisch. Damit will ich mich nicht selber loben, sondern ich will damit darauf aufmerksam machen, bevor diese ganzen Gruppen auf mich eingewirkt haben und ich das gesehen habe, habe ich schon eine gewisse Grundkenntnis von den Quellen des Islam gehabt. Weil, und das ist der größte Vorteil, ich war verwirrt in dem Thema. Ich war verwirrt. Damals wurden mir Bücher gegeben, unter anderem von Ahbash. Und ich habe gesagt, ja, was ist denn jetzt der richtige Weg? Ich war natürlich immer mehr auf, also ich war ehrlich gesagt immer mehr auf dieser Seite, aber trotz alledem, ich war verwirrt. Und deswegen weiß ich genau, was derjenige braucht, der verwirrt ist in dem Thema. Weil die Sache ist ganz klar. Am Ende kommt es immer so, die sagen, wir lügen, wir sagen, die lügen und du stehst dort und weißt nicht Bescheid. Es gibt 3 Arten von Leuten. Die einen Leute, die mit uns sind, dann gibt es Leute, die mit ihnen sind, die sowieso nicht sehen wollen und dann gibt es Leute, die dazwischen sind, die die Wahrheit wollen. Was kann ich diesen Menschen mitgeben? Weil er hört von denen, wir lügen und wir sagen, die lügen. Was kann ich ihm geben? Ganz einfach. Wir müssen zurückgehen zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, und wallahi, ich sage euch eins, ich garantiere euch eins, wer diesen Vortrag komplett guckt, ich denke, der wird 5 Stunden dauern, Allahu alam. Hier, ich gehe alles durch, wir haben Tabari hier, Qurtubi hier, Sahih Muslim hier, Sahih al-Bukhari hier, Muwatta al-Malik hier, Imam Shafi'i hier, Risala hier, Imam Nawawi hier, wir haben alles hier. Es ist kein Witz. Ja, ich rede nicht irgendwie, ich bin kein Papagei wie einige Leute, sondern ich habe dieses Thema genau studiert. Und wir haben die Bücher von ihnen auch hier. So. Das heißt aber, wer wirklich will, und ich werde es ausführlich machen, weil mir kommt es auf die Leute an, die die Wahrheit wollen, die die Wahrheit sehen wollen. Und ich werde ihm heute Beweise geben, unwiderlegbar. Unwiderlegbar. Ganz klar und deutlich. Weil was ist hier das Thema? Der Prophet, wir können es ganz kurz fassen. Es geht nicht darum, welche Meinung gefällt mir besser. Oder was hört sich gut an für mich? Ach, das hört sich auch gut an. Ach ja, so, Allah ist weder in der Welt, noch außerhalb der Welt, noch verbunden mit der Welt, noch getrennt von der Welt. Hört sich auch gut an. Habe ich zwar noch nie gehört. Perfekte Beschreibung des Nichts, aber okay. Ja, wenn, das ist ja das, was Sie sagen. Ne? Ich habe das mal meinem Vater gesagt. Was würdest du sagen, wenn ich dir erzähle, wir glauben an einen Gott, der ist nicht in der Welt, nicht außerhalb der Welt, nicht getrennt mit der Welt, nicht verbunden mit der Welt. Ich habe das meiner Mutter erstmal gesagt. Meine Mutter hat gesagt, wie? Wie, wo ist er denn? Und dann, dann hat mein Vater kommentiert, sagte, ja, den gibt es nicht. Den gibt es nicht. Ist die perfekte Beschreibung des Nichts, nirgendwo. Aber okay, wir kommen dann nachher zu, ist ja egal. So jetzt, aber trotzdem, ich sage, wie finden wir den wahren Weg? Der Prophet Sausselm deutet darauf hin. Der Prophet Sausselm sagt, diese Umma wird sich in 73 Gruppen spalten. Alle sind in der Hölle, außer eine. Und dann sagt er, welche? Er sagt, die auf dem basiert, wie ich und meine Gefährten. Das heißt, wenn wir wissen wollen, ob wir richtig liegen, müssen wir nicht gucken, was hat der Imam vor 100 Jahren gedacht, sondern wir müssen fragen, was haben die Sahaba gedacht? Und im Speziellen sagt der Prophet in einem anderen Hadith, خَيْرُ نَاسِ كَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. Die besten Menschen sind meine Generation, dann die, die ihr folgen, dann die, die ihr folgen. Das heißt, wir müssen zurückgehen zu den Büchern, die uns sagen, wie haben die ersten 3 Generationen, auch Salaf genannt, wie haben die an Allah geglaubt? Die Sahaba, die Tabi'in, das sind die Gefährten der Gefährten, der Gefährten der Sahaba, und die Tabi'in, die Gefährten der Gefährten der Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wie haben die geglaubt? Du musst dorthin zurückgehen und dann ist die Sache geklärt. Wie haben die Salaf geglaubt? Nicht, was gefällt mir gut, nicht, was hört sich gut an, nicht, ach ja, bei der Gruppe fühle ich mich wohl, oder die Mehrheit der Muslime, alles uninteressant. Interessant ist, wie haben diese Leute geglaubt? Und dann musst du einfach was machen? Du musst zu einem Buch zurückgehen, was alle akzeptieren. Sowohl sie als auch wir. Und was nicht in unseren Händen liegt, weil sobald ich mit einem Buch komme, was in unseren Händen liegt, dann sagen sie, es ist gefälscht. Aber wenn ich ein Buch habe, was auf der ganzen islamischen Welt verbreitet ist,
Das kann keiner sagen, es ist gefälscht. Oder? Können wir schlecht gefälscht haben? So. Dann am besten noch, wenn ich einen Gelehrten bringe, der zu ihren Gelehrten gehört, der Aschari ist, der sagt, diese Sache muss metaphorisch interpretiert werden mit Allahs über dem Thron. Ja? Und der zugibt, dass die Salaf anders geglaubt haben. Weil das Schöne ist, die Wahrheit kommt immer ans Licht. Es gibt immer mal irgendeinen Gelehrten, den die Schreibfeder ausrutscht. Und da haben wir den Imam Qurtubi, rahimahullah, weil die Aschariten sind für uns keine Kuffar, sofort. Und der sagt hier etwas. Und wir haben hier, wer kommt aus arabischen Ländern hier? Wir haben hier Jemeniten. Was haben wir noch alles hier? Libanesen. Palästina. Tunesier. Ja, ich meine, wer kann hoch, und die können doch hocharabisch, ja? Okay, ich lese euch jetzt mal was vor, ja? So, ich frage euch erstmal eine Frage. Wenn Imam al-Qurtubi zugibt, dass die Salaf anders geglaubt haben, ist Thema erledigt. Oder? Das Thema erledigt. Wenn der sagt, die Salaf haben anders geglaubt, so wie wir, khalas, Ende im Gelände. So, ich lese es euch vor, ihr könnt selber entscheiden, ob ich das richtig sehe oder falsch. وَقَوْلُ تَعَالَى إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ und so weiter. Und dann sagt er, ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ. هَذِي مَسَلَةُ الْإِسْتِوَى لِلْعُلَمَاءِ فِيهَا كَلَامٌ وَإِشْرَامٌ. Ja, der sagt, also es gibt viele Aussagen darüber. So, jetzt geht's weiter. وَالْأَكْثَرُ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّهُ إِذَا وُجِبَ تَنْزِيهُ الْبَارِي سُبْحَانَهُ عَنِ الْجِهَةِ وَالتَّحَيُّزِ فَمِنْ دَرُورَةِ ذَلِكَ. Ja, der sagt also, die Notwendigkeit ist es dann, dass man ihn freispricht davon und das interpretiert so. So, Mutakadimin, Mutakhirin, Tazirazirazibaraka wa ta'ala anil-jiha. Falaysa bidiyatin fawk endahum. Er sagt, bei denen, wir haben schon gesagt, es gibt viele Gelehrte, die das sagen. Er sagt, falaysa fi jihati fawk endahum. Li'annahu yalzamu min dhalika endahum, ma takhtassa bidiyatin an yakuna fi makanin au hayuzin. Wa yalzamu ala makani wal hayuzi al-haraka wal-sukun lil-mutahayis wal-taghayur wal-huduth. Also ich übersetze das grob, ihr könnt mich gerne verbessern, wenn ich was falsch gesagt habe. Er sagt, dass die meisten der früheren Gelehrten und der späteren Gelehrten gesagt haben, über diese Sache, dass man Allah von der Richtung des Obenseins freisprechen muss. Weil die Richtung des Obenseins würde es notwendig machen, dass er sich verändert hat und dass er eine Bewegung hat oder Ruhestand hat und so weiter und so fort. Ist das richtig im Groben, was ich gesagt habe? Ist jemand von euch anderer Meinung? Nee, ist richtig, was ich übersetzt habe. So, jetzt. Aber was haben wir gesagt? Wir haben gesagt, was die Mutaakhirin und Mutaqaddimin sagen, interessiert uns nicht. Uns interessiert, was haben die Salaf und Saleh geglaubt. Richtig? Okay, kein Problem. Dann sagt er hier, und du kannst zum Tafsir von Qurtubi zurückgehen. Das heißt für dich, der kein Arabisch kann, du nimmst dir einfach irgendwo Tafsir Qurtubi, Sure 7, Al-Araf, Vers 59 und gehst zu einem nicht-muslimischen Arabischlehrer und fragst ihn, was dort steht. Dann macht er das auf und dann steht danach, وَقَدْ كَانَ سَلَفُ الْأَوَّلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لَا يَقُلُونَ بِنَفْيِ الْجِهَا. Und die Salaf, Tabi'in, Sahaba, Tabi'in, haben nicht von der Negierung einer Richtung gesprochen. Und das haben die nicht ausgesprochen. Sondern sie haben ausgeguckt und alle von ihnen haben das für Allah bestätigt. Ja, كما نطق كتابه, so wie es das Buch sagt, وكما أخبرت رسله, ولم ينكر أحد من السلف الصالح أن الله استوى على عرشه حقيقة. Und keiner von den Salaf al-Salih hat beleugnet, dass Allah subhanahu wa ta'ala sich tatsächlich über den Thron erhoben hat. Nicht mehr jazen, wie die Leute sagen, metaphorisch, sondern tatsächlich. وإنما جَهَلُوا كَيْفِيَةِ ذَلِكَ. Aber sie haben die Kaifia, das Wie davon nicht gewusst. Warum? Weil Allah, لَيْسَ كَمِثْلِ شَيْءٍ, ist über deiner Vorstellungskraft.
Wenn wir sagen, Allah ist über den Thron, dann sagen wir nicht, er ist irgendwo gefangen, umschlossen oder irgendetwas anderes oder irgendwelche negativen Erscheinungen, sondern über deiner Vorstellungskraft. Aber da kommen wir nachher noch drauf. So, und dann sagt er, so wie Imam Malik sagt, ja, al-istiwa' ma'lum wal-kayf majhul wal-imanu bihi wajib. Der Istiwa ist bekannt in der Lura, viel Lura sagt er. Und die Kayfiyah ist unbekannt. Und der Glaube daran ist Pflicht. Hol die Kaffee, Diskussion ist beendet. Die Diskussion ist beendet. Was sollen wir jetzt noch debattieren? Hier, bitteschön, Qurtubi hat es zugegeben. Und das Beste ist, der ist noch nicht mal von uns. Hätte ich jetzt gesagt, Ibn Taymiyyah hat das gesagt, könntest du sagen, ja, was ist das? Oder hat jemand irgendwas anderes verstanden? Habe ich irgendwie die arabische Sprache nicht verstanden oder so? Hier, wir haben hier aus Libanon, Palästina, Jemen. Könnt ruhig sagen, habe ich irgendwas falsch gesehen? Hier, wenn einer Zweifel daran hat, er kann das sehen. Er kann auch da oben den Tafsir Qurtubi nehmen. Das ist derselbe Tafsir. Da steht genau dasselbe in grün drin. Nee, ich glaube, schwarz ist die Schrift da drin. Jedenfalls, damit hat es sich erledigt. Dann hier haben wir den nächsten Kandidaten. Das können wir auf Kürkisch. Hier, einer der größten Sufi-Schujuch in der Türkei. Ja? Der heißt Ahmed Mahmud Ünlü. Jübeli Ahmed Hoca. Ja? So, er ist jemand, der über die sogenannten Wahhabiten immer schlecht redet. Aber manchmal kommt die Wahrheit raus aus dem Pinsel. Und wenn die einmal raus ist, kann er die nicht mehr zurückholen. Lies mal vor auf Türkisch und dann übersetzt das mal. Wir haben ja viele Türken hier, die können sagen, ob der richtig übersetzt oder nicht. Frage, Selefiye kimlerdir? Wer sind die Selefisten? So fragt er. Antwort, Ashab-i Kiram. Die Sahabe. Die ganze Sahabe. Ve Tabi'in mezhebini, kendilerine mezheb edinmiş fakihler, fıkıh alimleri. Das heißt, genauso die Tabi'in gefolgt haben, die Gelehrten, die Fukaha, die vier Imam. Die vier Imame, die Tabi'in gelehrt als Beispiel genommen haben. Ve muhaddisler, hadis alimleridir. Und genauso alle hadis gelehrten, wie İmam Bukhari und andere İmam Muslim, diese sind das. Jetzt macht die Erklärung, bunlar Allahu Teala Hazretlerin isimlerini ve sıfatlarını ayet ve hadislerde beyan edildiği üzere Allahu Teala'nın şanına uygun bir şekilde ispat edip tevile yorum yapmaya kalkışmayanlardır. Jetzt er sagt, das sind die Gruppe, das heißt die Sahabe, die Tabi'in und die Fuqaha und Muhaddisin sind die Gelehrten, die über Allahs Namen und Eigenschaften, was im Koran und Sunna angekommen ist, so übertragen haben, ohne eine Veränderung zu machen, ohne darüber Kommentar zu machen, sondern haben so geglaubt, wie es in Wahrheit gehört. Dann gibt es noch Beispiele. Nee, brauchst du nicht. Ich wollte dann, wie heißt das Buch hier? Das ist nicht unser Buch, ja. Nicht, dass jemand sagt, könnt ihr überall kaufen, ja. Also wir haben es nicht überall gefälscht, weil das kommt dann danach hier. Wie heißt das? Itikad? Itikad Risale. Ich frage euch eins. Wir haben eben gesagt, welcher Akida ist richtig? Die von Sahaba, oder? Und wir sagen, die vier immer gehören mit dazu, mit zu denen, die die richtige Akida haben. So, er sagt hier, ganz klar und deutlich und ohne Rücksicht auf Verluste, die Akida von Ahl-Sunnah wal Jamaat sich in drei Gruppen gespalten. Maturidiyya, Ash'ariyya, Salafiyya. Seine Aussage, nicht meine. Ja? Weil ich sage, nur eine ist die wahre Ahl-Sunnah wal Jamaat, das ist Salafiyya. Das sind die, die den Sahabern folgen. Das hat der Prophet gesagt. Der Prophet hat gesagt, die auf dem basieren wie ich und meine Gefährten. Das heißt nicht, dass wir die anderen zu Kuffar erklären, so wie lügnerisch erklärt wird. Aber das ist, was er sagt. Tut mir leid, ich möchte keinen beleidigen. Wirklich, es gibt viele Brüder draußen, die wollen die Wahrheit und sie werden getäuscht. Hol dir dieses Buch, wenn du Türke bist, lese es dir durch. Schaue nach, Tafsir Qurtubi. Ich gebe dir das nächste Beispiel. Und da bin ich sehr froh drüber. Ich danke dem Abdurrahman von den Ahbash. Der hat ein schönes Video gemacht, da habe ich drauf gewartet. Ja. War sehr schön. Wo er sagt, Allahs Sprechen ist anders als unser Sprechen. Und da sagt er, Allah spricht ohne Buchstabe und Ton. Und sie sagen, und wir haben das vom Sheikh Mohammed al-Ashari gehört und wir haben das auf Tonband. Er sagt, das ist der Sheikh von Nachbesh hier in Deutschland, er sagt, wer sagt, Allah spricht mit Buchstabe und Ton,
ist Kafir. Er muss die Shahada neu machen. Jetzt fragen wir eine Frage, lieber Ahbesh. Ich möchte keinen beleidigen. Ich bin sauer, das muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich bin ein Mensch. Und diese ganzen Verleugnungen machen mich auch fertig, ehrlich gesagt. Aber wir fragen jetzt den Bruder von Ahbesh, fragen wir, hat Ahmed ibn Hanbal die richtige Akida? Er wird sagen, ja klar. Wir werden sagen, hat Imam Ghazali die richtige Akida? Er wird sagen, ja. Okay, haben die dieselbe Akida? Ja. Wird normalerweise gesagt, ja. Okay. Obwohl die Leute, die ein bisschen Ahnung haben, sagen dann, nee, Ahmed ibn Hanbal hat Tafwid gemacht. Der hat gesagt, wir glauben daran, aber wir wissen nicht die Bedeutung, wissen gar nichts davon. Und Ghazali hat Ta'wil gemacht. Ja? Das sind die, die ein bisschen mehr Wissen haben. Ja? Aber die normalen Leute werden so getäuscht, dass sie denken, das ist dieselbe Akida. Komischerweise, wie kann Imam Ahmed dieselbe Akida haben wie Imam al-Ash'ari, wo Imam al-Ash'ari 324 oder 321 gestorben ist und Ahmed al-Hanbal im Jahre 241. Das ist schon mal sehr komisch. Ne? Aber okay, dann sagen wir, was ist denn jetzt, wenn Ahmed ibn Hanbal und Imam Ghazali eine andere Akida hat als ihr? Seid ihr dann auf der richtigen Akida? Weil ihr habt vorher gesagt, die beiden haben die richtige Akida. Und wenn ihr sagt, ihr habt eine, wenn ihr eine andere Akida habt, dann habt ihr zwangsläufig die falsche Akida. So, und dann haben wir ein Buch, wieder nicht von uns geschrieben. Kannst du überall bekommen. Ja? Das ist das Buch Ihya Ulumuddin von Imam Ghazali. Von Imam Ghazali selber. Und deinem Kapitel. Das heißt, für denjenigen, der die Wahrheit will, holt sich das Buch Ihya Ulumuddin, schlägt es auf und da steht das Kapitel Darajatu Ta'wil. Die Level von Ta'wil, von der Erklärung. Und da sagt er, وَغَلَىٰ آخَرُونَ فِي حَسْمِ الْبَابِ. Und andere haben in diesem Kapitel übertrieben. مِنْهُمْ Ahmed ibn Hanbal. Zu ihnen gehört Ahmed ibn Hanbal. Was hat er übertrieben? Also in Sache von Ta'wil. Warum hat er übertrieben? Weil er den Ta'wil verboten hat. Übrigens, Ta'wil hat manchmal verschiedene Bedeutungen in der arabischen Sprache. Manchmal Tafsir. Und das, was sie mit Ta'wil meinen, ist metaphorische Interpretation. هَتَّ مَنَ تَعْوِيلِ قَوْلِ كُنْ فَيَكُونَ. Wir haben ja Araber. وَزَعْمُوا أَنَّ ذَلِكَ خِتَابٌ بِحَرْفٍ وَصَوْتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Und die haben behauptet, dass dies eine Aussprache ist mit Buchstaben und Ton. Mit Buchstabe und Ton. Der Habashi sagt ganz klar, wer das sagt, muss wieder die Shahada neu machen. Ich sage zu ihm, gehe zu Ahmed ibn Hanbal und sage ihm das. Ist nicht mein Buch, das ist Ihya Ulumuddin. So, wer hat die Akida von Ahmed Hanbal? Wir. So, jetzt fragen wir, habt ihr dieselbe Akida wie Ghazali? Nein. Weil Ghazali sagt, radiallahu anhu. Er sagt nicht, a'udhu billah, der ist Kafir geworden. Das nur dazu. Das waren drei Beispiele, also hat sich die Debatte für heute erledigt. Aber so leicht lassen wir euch noch nicht gehen, Entschuldigung. Weil wir wollen das ja ganz ausführlich machen, inshallah. Damit auch jede einzelne Schubba, jedes einzelne Scheinargument aus dem Weg geräumt wird. Kannst du mal die Bücher nehmen, bitte, Bruder? Das wäre sehr nett. Ach, ich kann mich jetzt nicht bewegen. Also die nächste, die mal da drauf war, ich brauche die nicht mehr. Ja? So. Und deswegen, die Sitzung von heute hat mehrere Untertitel. Erstens, welche Vorwürfe werden sich gegenseitig gemacht? Ich werde das nochmal, weil wir machen Ihnen auch Vorwürfe. Ich meine bezüglich dieses Themas. Ja, ich sage dieses Themas. Und ich wollte etwas zu euch sagen, Brüder. Ja, wir sollen niemals vorschnell sein mit dem Takfir von einer bestimmten Person. Weil wir sind von Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Ja, das heißt, nicht, dass jetzt jemand rausgeht hier und sagt dann zu jedem Habashi, den er sieht, du bist ein Kafir, du bist ein Kafir, du bist ein Kafir. Das ist eine große Sache. Wir wissen, was richtig ist, wir wissen, was falsch ist. Ja, das wollte ich sagen. Sondern die sind immer noch unsere Brüder im Islam. Auch wenn sie leider viele schlechte Sachen machen. Ja? Und es gibt viele Leute unter ihnen, die die Wahrheit vielleicht sehen wollen und sehen werden. Und wir sollen sie inshallah gut behandeln. Und auch wenn sie uns schlecht behandeln, auch wenn es manchmal schwerfällt. Ich gebe diesen Nasiha mir zuerst, diesen Ratschlag gebe ich mir zuerst und dann gebe ich ihn euch. Ja? Weil wir sind nicht das, was sie von uns behaupten, dass wir 95% der Muslime zu Käfer erklären. Das ist eine Lüge. Im Gegenteil. Wir beten hinter Dianet-Moschee-Imam, wir beten hinter Miligorisch-Imam, wir beten hinter Kaplan-Imam, wir beten hinter allen Leuten, außer einigen Gruppen, die sich dem Islam zuschauen, wie zum Beispiel Ahmadiyya und so weiter. Ja? Deswegen,
Es ist immer eine große Sache, jemanden zum Käfir zu erklären. Die Gelehrten haben ganz klar darauf hingewiesen. Ich habe noch mal einen großen Sheikh, der gelebt hat in Saudi-Arabien, über dieses Thema reden gehört. Der heißt Mohammed Aman al-Jami al-Harari al-Habashi. Der kommt aus demselben Gebiet wie ihr Sheikh. Der hat gesagt, man muss vorsichtig mit dieser Sache sein. Denn es ist ein Unterschied, ob ich sage, diese Sache ist Kuffer, was man sagt, oder ob ich diesen Hukm, dieses Urteil auf eine bestimmte Person mache. Das ist nicht deine Sache. Deine Sache ist, den Islam richtig zu verstehen und richtig beizubringen und darauf aufzupassen, dass du nicht in diese Sache reinfällst. Aber wir müssen nicht so reagieren wie diese Leute. Das als erstes Tipp. Das heißt, welche Vorwürfe werden sich gegenseitig gemacht, ist das erste Unterthema. Zweites Thema, sind die Führer der Ahbash glaubwürdig? Damit meine ich in erster Linie die Leute, die hier mit der Fitna angefangen haben, wie zum Beispiel dieser Imam aus der Stuttgarter Moschee. Ja? Wir werden einige Sachen von ihnen aufschreiben, mit denen sie kommen, zeigen. Ja? Warum? Viele Leute kommen zu mir und sagen, ja, Benehmen, dies, das, warum redest du schlecht über deine Brüder? Das ist eine Pflicht für mich. Wer das sagt, hat keine Ahnung von Islam. Die Gelehrten von Jarwa Ta'dil, die haben bevor sie, die haben die Leute kritisiert. Heute die Hadith-Wissenschaft baut sich so zusammen. Jeder Mensch in diesem Isnad hat eine Biografie, wo sie sagen, das ist ein Lügner, wo sie sagen, der ist ein ehrlicher Mensch, wo sie sagen, der hat gutes Erinnerungsvermögen, wo sie sagen, der vergisst, der macht Fehler. Und sie sagen zu manchen Leuten, das ist ein Dajjal, wenn er über die Religion lügt. Deswegen müssen wir auch sagen, was ist mit diesen Leuten? Und vielleicht sind auch einige Leute von Habashis dabei, sich das anhören, die dann genau gucken, ist das wirklich alles richtig, was mir erzählt wird? Weil ich denke, dass viele Leute davon eine gute Absicht haben, aber ihnen wird etwas erzählt und sie haben blindes Vertrauen auf ihre Leute. Und wir werden es dir schwarz auf weiß zeigen, was dort erzählt wird. Drittens, wie glauben wir überhaupt an Allah? Als ich in Bremen war, sind sie mir hinterhergelaufen, wie die wild geworden. Allah existierte vor Raum und Zeit. Allah, niemand ist ihm gleich. Allah hat keinen, der ihm ähnlich ist. Und Allah, ja, haben wir gesagt, Allah hat Raum und Zeit hat vor Allah existiert. Allah ist unabhängig von Raum und Zeit. Haben wir gesagt, Allah ist abhängig von Raum und Zeit? Das heißt, diese Leute machen uns zu Kuffar für etwas, sie wissen gar nicht, was wir glauben. Wir glauben, Allah hat die Richtungen erschaffen. Wir glauben, Allah subhanahu wa ta'ala hat vor Raum und Zeit existiert. Wir glauben, Allah braucht weder Raum noch Zeit. Jetzt. Viertens. Einige Argumente dafür, dass Allah, dann, was ist Tashbih, wird dann auch erklärt. Weil das ist, was uns vorgeworfen wird. Tashbih, dass wir Allah mit der Schöpfung vergleichen. Wir werden anhand von Koran, Sunnah und Aussagen der Salaf erklären, was ist Tashbih überhaupt? Weil bevor du jemandem sagst, er macht Tashbih, musst du wissen, was Tashbih ist. Wenn du sagst, jemand, der spricht Griechisch, du musst erstmal wissen, was ist Griechisch. Oder je nachdem, ja, als Beispiel. Dann, viertens, einige Argumente dafür, dass Allah über seinem Thron ist. Und diese Argumente sind sehr viele. Diese Argumente sind unheimlich viele. Ich war bei einem Gelehrten in Saudi-Arabien, diesem Sheikh Barak, ich habe ihm einige Fragen gestellt, wegen einer Lüge, die auch immer erzählt wird, dass Imam Ali radiallahu anhu gesagt hätte, ja, was als Beweis dienen soll, dass Allah also nicht über dem Thron ist. Allah hat existiert vor dem Ort und er existiert heute so, wie er war. Übrigens, ich habe schon gesagt, wir glauben auch, Allah existiert ohne Ort, weil wir es nicht als Ort bezeichnen. Ja? Aber das ist eine Lüge. Und das kann jeder Habashi auswendig. Stimmt, so habe ich recht. Das ist Formula 1. Was sagt Ibn Hajar al-Asqalani? Band 6, Fatul Bari sagt, und die gibt, hat gar nichts mit den Kutub von Hadith zu tun. Nabha ala dhalik al-Alama ibn Taymiyyah. Auf diese Sache hat der große Gelehrte, nicht der Gelehrte, al-Alama ibn Taymiyyah hingewiesen. Die Ahbash sagen, wer ibn Taymiyyah nicht zum Käfir erklärt, ist selber Käfir. Ibn Hajar al-Asqalani sagt al-Alama. Obwohl er andere Meinung hat in verschiedenen Bab. Rahimahumullah. Möge Allah sich beiden erbarmen. Ja, sowohl Ibn Taymiyyah als auch Ibn Hajar al-Asqalani. Ja, das nur dazu. Dann fünftens. Dann wie argumentieren die Ahbash? Dann sechstens, Argumentationsschema der Ahbash. Und siebtens, Aussagen von Gelehrten. Weil es wird immer so schön erzählt,
Es wird immer so schön erzählt, ja, das, was diese Leute erzählen, diese bösen Wahhabiten, das hat nur Ibn Taymiyyah erfunden, das hat kein einziger gesagt. Hier. Ich habe mal so ein paar Gelehrte aufgeschrieben, ja. Und da wollte ich das mal so schön zeigen, wie viele Leute das gesagt haben. Ich habe nur ein paar. Meine Frau hat die aufgeschrieben. Und ich habe ein bisschen Probleme, wenn die Leute immer so Schreibschrift schreiben. Deswegen kann gleich ein Araber kommen und kann das mal vorlesen hier. Inshallah. Erstmal, wenn wir ein Problem zwischen verschiedenen Gruppen haben, wir müssen erstmal die Vorwürfe genau definieren. Damit wir es nochmal genau verstehen. Erstens, die Vorwürfe, die die Ahbash uns machen, sind, dass wir Tashbih machen würden. Dass wir Allah mit der Schöpfung vergleichen würden. Und Tashbih ist Kuffer. Weil Allah sagt im Koran, Laysa kamithli shay'un wa huwa sami'ul basir. Ja? Er, nichts ist ihm gleich und er ist der Allhörende, der Allsehende. Ja? Aber wir machen kein Tashbih, sondern wir werden gleich erstmal erklären, was Tashbih ist. Weil bevor du behauptest, jemand macht Tashbih, musst du erstmal wissen, was es heißt. Und frag mal jemanden, ich frage jetzt die Leute von Ahbash, ja, die das vielleicht sehen, frag dich doch jetzt mal, gib mir mal ein Beispiel von Tashbih, was Allah im Koran gibt. Vielleicht auch jemand hier heute von Ihnen, von den Brüdern. Ja, oder ein Beispiel aus der Sunna. Und im meisten Fall kann er dieses Beispiel nicht bringen. Warum? Weil sein Glaubensschema nicht auf Koran und Sunna aufbaut, sondern auf griechischer Philosophie. Das ist eine Tatsache. Das ist eine klare Tatsache. Du kannst im Internet mal Asch'ariten eingeben und dann guckst du mal, da wirst du ein Beispiel finden auf Deutsch, hab's jetzt nicht hier, wo die sagen, Imam al-Ash'ari war ein Philosoph gewesen und übrigens Imam al-Ash'ari, ich werde es gleich noch vorlesen, hat am Ende seines Lebens ganz deutlich Tauba gemacht von dem, was er gesagt hat. Und zwar in den Büchern Makalat und Islamiyin und in den Büchern Al-Ibana, wo er gesagt hat, wo er von dieser Meinung Abstand genommen hat. Und dies wird sogar von einigen Leuten zugegeben. Natürlich, die Ahbash sagen, nein, diese Bücher gehören nicht. Al-Ash'ari, Ibn Kathir sagte, doch. Ja. Sie begründen das damit, weil Ibn Furaq, ein Gelehrter, diese Bücher nicht aufgezählt hat. Aber Ibn Asakir, der zählt auch Bücher auf, die Ibn Furaq nicht aufgezählt hat von Imam Al-Ash'ari. Das nur kurz dazu. Ja. Er hat also Tauba gemacht und... Deswegen ist es eigentlich nicht richtig, diese Akida ihm vorzuwerfen. Ja? So und es geht halt um diese Sache, man muss also wissen, was ist das Spiel. Und in diesem deutschen Thema, was sagen Sie dort, dass er eine Mittelposition eingenommen hat zwischen den Traditionisten, das sagen die Nicht-Muslime, und den Mu'taziliten, das sind die Ahmed ibn Hanbal gefoltert haben. Das heißt, wer sind die Traditionisten? Die Traditionisten sind Ahmed ibn Hanbal. Und die Mu'taziliten sind die Philosophen. Und er war 40 Jahre unter den Mu'taziliten, hat Tauba gemacht, hat sich davon entfernt und hat dann einen Mittelweg eingeschlagen. Aber was wollen wir? Wir wollen den Weg der Traditionalisten, die auf Koran und Sunna zurückgeht. Und es wäre schön, wenn ihr Ruhe bewahren würdet. Ja? Dann das dazu. Natürlich, was ich noch erwähnen wollte, nicht, dass das so wirkt, weil wir sind keine Täuscher. Die Ahbash selber, ja, die haben in diesem Thema viele Verbündete. Ja, ist nicht so, als wenn sie die einzige Gruppe wären, die uns das vorwerfen. Nur sie natürlich mit einer besonderen Stärke, dass sie den Takfir machen, uns zu Kuffar erklären und so weiter. Aber es gibt viele, ich könnte sogar sagen, sie sitzen im Boot mit sehr vielen verschiedenen Gruppen. Aber, und wir sitzen alleine in einem Boot. Mit unserer Meinung. Was haben wir eben gesagt? 73 Gruppen, alle falsch, eine richtig. Komisch, ne? Oder? Alle sind auf denen ihrer Seite, außer wir sind auf dieser Seite. Alle sind falsch, außer eine ist richtig. Klarer Fall. Aber okay, wir werden es noch deutlicher. Ich meine, normal können wir sowieso schon aufhören, aber egal. So, dann, es gibt auch noch andere Probleme, die wir mit ihnen haben, dass sie Tote um Hilfe bitten, ja? dass sie von den Gräbern die Steine wegnehmen, als Glücksbringer mit nach Hause nehmen und solche Sachen. Ja, verschiedene Sachen. Ja, verschiedene Sachen. Dass sie sagen, Lotterie spielen ist erlaubt. Dass sie sagen, ein Milliardär muss keinen Zakat bezahlen, außer nur, wenn er Gold und Silber hat und solche Sachen. Ja. Das ist ein klarer Fall. Ja. Da braucht man nicht drüber zu diskutieren. Aber es ist nicht das Thema von heute. Ja, das Thema von heute ist das so. Welche Vorwürfe machen wir bezüglich dieses Themas, den Ahbash?
Wir sagen, sie verleugnen Eigenschaften, mit denen Allah sich selber beschreibt. Zum Beispiel sagen sie, Allah liebt nicht, weil Liebe ist eine menschliche Eigenschaft. A'udhu billah. Damit ist gemeint Iradatul In'am. Das ist die Absicht oder das Wollen des Guten für den Menschen, das Gute zu geben. Wir sagen A'udhu billah. Wie kann Allah sagt lieben und du sagst Iradatul In'am? Subhanallah. Naja, jedenfalls diese Sachen, dass sie Eigenschaften verleugnen. Und Na'im ibn Hamad, das ist einer der Lehrer von Imam Bukhari, ich glaube, wenn ich mich erinnere, im Jahr 228 nach Hijra gestorben, der sagt, Man shabaha Allah bi khalqi faqad kafa. Wer Allah mit seiner Schöpfung vergleicht, wird ungläubig. وَمَنْ أَنْكَرَ شَيْئًا مِمَّا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ فَقَدْ كَفَرَ. Wer eine Sache verleugnet, mit der Allah sich selber beschreibt, der wird ungläubig. Und jetzt sagt er, hört gut zu, وَلَيْسَ فِيمَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ وَلَا رَسُولُهُ تَشْبِهِ. Und in dem, womit Allah sich selber beschreibt und mit der Gesandte ihn beschreibt, gibt es kein Tashbih. Das heißt, Verähnlichung mit der Schöpfung. Das heißt, wenn Allah im Koran sagt, Ar-Rahman wa al-Arsh istawa, der Allerbarmer hat sich mit dem Thron erhoben, dann gibt es hier kein Tashbih. Laut Na'im ibn Ahmed, einer von den großen Gelehrten, Hadith-Gelehrten, von denen Imam Bukhari gelernt hat. Ja? So. Und, was haben wir gehört? Wenn man eine Eigenschaft verleugnet, dann fällt man in den Kuffer rein. So. Ich frage euch jetzt eine Sache. Wenn im Koran steht Kopftuch und jemand sagt, ja, das heißt nicht Kopftuch, sondern das heißt etwas anderes. Wir verstehen darunter eine Distanz, durch die Schutz entsteht. Dann sagen wir, hat den Vers geleugnet. Auch wenn er sagt, das heißt was anderes. Ich glaube an den Vers, aber nicht an die Bedeutung. Du musst an den Vers und an die Bedeutung des Verses glauben. Du kannst nicht sagen, im Koran steht, Schweinefleisch ist verboten. Du sagst, ja, damit ist eigentlich nicht Schweinefleisch, sondern Eselfleisch gemeint. Schweinefleisch ist erlaubt. Mit Schwein ist hier Meerschweinchen gemeint. Ja? Geht nicht. Sondern da musst du daran glauben, was da drin steht. Wenn jetzt jemand kommen würde, sagt, ja nee, im Koran steht aber Schweinefleisch ist verboten, du sagst, nee, das heißt Meerschweinchen, dann bist du Käfer geworden. Normaler Fall. Ja? Deswegen, wenn Allah von sich sagt, Ar-Rahmanul Arsh Istawa, er hat sich über den Thron erhoben, und das heißt nicht Istawa, das heißt Istila, Besitz ergriffen vom Thron, wem hat er denn vorher gehört? Ja, das sagen sie, Istila, er hat den Besitz ergriffen. Wem hat der Thron vorher gehört? Egal, okay, kein Problem. Ja, dann hast du auch etwas umgelernt. Das heißt, sehr gefährlich. Aber trotz alledem gehen wir nicht so weit, dass wir in dem Takfir voreilig sind. Das wollte ich nochmal bekannt geben. Das zweite Problem ist, dass wir sagen, sie interpretieren den Koran nach ihren eigenen Meinungen. Und da brauchen wir gar nicht weit zu gucken. Und was heißt das? Der Prophet s.a.w. sagt, Man qala fi Qurani birahi, فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. Wer über den Koran redet im Lichte seiner eigenen Meinung, der wird seinen Platz in der Hölle einnehmen. مَنْ قَالَ فِي قُرَانِ بِرَاهِ فَإِنْ أَصَابَكْ فَكَدْ أَخْتَى. Wer über den Koran redet im Lichte seiner eigenen Meinung, selbst wenn er richtig liegt, hat er eine Sünde begangen, hat er einen Fehler gemacht. مَنْ قَالَ فِي قُرَانِ بِرَاهِ فَكَدْ كَفَى. Wer über den Koran redet in seiner eigenen Meinung, hat Unglauben begangen. Und Allah sagt im Koran in Sure 7, Vers 33 zum Aufschreiben: Innama harrama rabbil fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithm wal baghya bi ghayri haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Das heißt, Allah sagt im Koran, er hat euch verschiedene Sachen verboten, dann geht er zum Schirk über. Und dann sagt er am Ende, und dass ihr Allah, über Allah redet, was ihr nicht wisst. Das heißt, wenn du sagst, guck mal, hier steht im Text das und das, die wortwörtliche Bedeutung. Und Allah macht im Koran darauf aufmerksam, dass wir die wortwörtliche Bedeutung beachten müssen. Denn er sagt, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wir haben ihn als einen arabischen Koran herabgesandt, damit ihr bedenkt. Wenn das aber keiner verstehen kann, was dort steht, dann brauchst du gar nicht zu bedenken, da braucht nicht zu erwähnt zu werden, dass die arabische Sprache wichtig dafür ist. Das heißt, wir müssen es auf dem Zahir nehmen, wie die arabische Sprache ist. Es wird selber von Ali radiallahu anhu gesagt, Khatibun nasa ala qadri uqulihim, spreche mit den Menschen, mit denen, was sie verstehen. Und was heißt das? Das heißt, wir müssen gucken, was verstehst du? Und nicht, was könnte da drin sein? Du sagst zu jemandem, der Lehrer geht die Treppe hoch, aber du meinst, die Tasche fällt die Treppe runter. Da sagst du, hey, hallo, da steht was anderes. Ja? Die dritte Sache, dass sie im Takfir
übertreiben. Und dass sie Leute zu Kuffar erklären. Guck mal hier. Und das ohne Grund. Und der Prophet sallam sagt, إِذَ قَالَ رَجُلِ أَخِيَا كَافِرْ فَقَدْ بَعَبِي أَحَدُهُمَا فَإِنْ كَانَ كَامَ قَالْ وَإِلَّا رَجَتْ عَلَيْهِ. Pierre Vogel, guck mal, jetzt haben sie verteilt. Pierre Vogel erklärt die muslimische Gemeinschaft für Ungläubige und bezeichnet sie als Anbeter Mohammeds. Über mich. Über mich. Wir sind die Takfiriyun. Ich zähle euch jetzt mal auf, wer bei denen alles Käfer ist. So. Mauretanien. Ja, Sheikh Dadou, einer der größten Schuyuch dort, der die stärkste Dauerbewegung in Mauretanien, er und alle Schüler von ihm Kuffar. Dann Marokko, Marawi, der die Dur Koran hatte, wo hunderte, tausende Menschen Koran auswendig gelernt hatten, der vielleicht hunderttausend Anhänger, direkte Anhänger hat, wo so viele Menschen mit der Sunna bekannt gemacht worden sind, Käfir. Abu Khubsa, der Hadith-Gelehrte in Marokko, Käfir. Die stärkste Dauerbewegung in Marokko, Käfir. Dann Algerien. Algerien, die stärkste Dauerbewegung, alle Kuffar. Frankreich, die stärkste Dauerbewegung, alle Kuffar. Dann Katar, Bilal Phillips, da stehen 8000 Leute im Golfkrieg, amerikanische GIs in Islam angenommen, Kuffar, alle Kuffar. Dann Yusuf Qardawi, mit dem wir viele Meinungsverschiedene haben, wir sagen nicht, das ist jetzt der besondere Gelehrte von uns, aber es ist trotzdem jemand, den viele als guten Gelehrten ansehen und der kein Käfer ist. Käfer für sie, ja. Dann weiter, Kuwait, Suwaidan. Ja, wir sagen auch nicht, ist der Supermann, von dem wir Ilm nehmen, aber für sie Käfer. Uthman al-Khamis, der mit den Schiiten diskutiert und sie besiegt hat, Käfer. Dann weiter, Jemen, Abdelmajid Zindani, durch den Tausende vielleicht den Islam angenommen haben, weil er die wissenschaftlichen Wunder im Islam entdeckt hat, Käfer. Und alle, die mit ihm sind, die ganze Universität, Jamiatul Iman, die er dort hat, alle Kuffar. Dann weiter, Sheikh Mukbil, der mit die stärkste Dauerbewegung in Jemen hat, durch den, weiß ich nicht, Hunderte den Koran auswendig gelernt haben, alle Kuffar. Dann Ali Jafari, Sufi, Dol, Mudil, Mubtadir, Indings, ja, der ist Sufi, der ist Ashari, der ist Käfir für sie. Weißt du warum? Weil er sagt, die Wahhabiten sind keine Kuffar. Kannst du dir das vorstellen? So, dann geht's weiter. Dann Jordanien, die stärkste Dauerbewegung. Markas Sheikh Albani, alle Kuffar. Von dem Muhadith des letzten Jahrhunderts. Dann Sudan, Jamia Umdurman, eine ganze Universität, alle Kuffar. Dann Indien, Zakir Naik, der mit den größten christlichen Gelehrten debattiert und sie platt gemacht hat und gezeigt hat, dass der Islam die Wahrheit ist. Der den ersten islamischen Fernsehsender auf Englisch gegründet hat, wo 24 Stunden Dauer gemacht wird. Käfir. Weiter im Text. USA, Yusuf Estes, der frühere christliche Prediger, Käfir. Dann Khalid Yassin, Käfir. Die stärkste Dauerbewegung in Amerika, Käfir. Dann Holland, die stärkste Dauerbewegung, alle Kuffar. Belgien, die stärkste Dauerbewegung, alle Kuffar. Großbritannien, die stärkste Dauerbewegung, alle Kuffar. Kanada, Shabi Ali, der mit den Christen debattiert hat, Käfir. Jamal Badawi, der mit den Christen debattiert und mit den Juden, allen drum dran, Käfir. Dann Deutschland, Pierre Vogel. Hier, für Sie, Käfir. Und in dem Moment, wo Leute in der Stadt Blätter verteilen für unsere Vorträge und die Christen vielleicht daneben stehen und Blätter verteilen, wo sie den Islam beschimpfen, da kommen sie und bedrohen unsere Leute. Da musst du dich fragen, wer hier den Islam vertritt, subhanallah. Weiter im Text. Gehen wir mal zu anderen Leuten, nicht zu so unwichtigen Menschen wie ich. Bosnien, wo damals Bosnien von den Serben platt gemacht worden ist. Platt gemacht worden ist, ja, wo die Frauen vergewaltigt worden sind, wo die Häuser angezündet worden sind, wo ein Genozid mitten in Europa gekommen ist, da ist eine Armee gekommen von den sogenannten Wahhabiten. Ja, und haben das ganze Land aufgeräumt mit einem kleinen Haufen von Leuten. Wie oft schon hat eine kleine Gruppe eine große Gruppe besiegt. In diesem Zeit, wo diese Leute dort ihre Brüder, El-Maturidiya-Brüder, Sufi-Brüder, die Leute in Bosnien, die vielleicht den Islam gar nicht praktizieren, in diesem Zeit, wo diese bösen Wahhabiten aus der ganzen Welt gekommen sind, um ihr Leben für diese Brüder zu opfern, da saßen die Ahbesh zu Hause hier in Deutschland und haben Maulid und Maulid und Nabawi getanzt, mein Freund. Und haben gesagt, die sind Kuffar da in Bosnien. Die sind Kuffar. Fällt dir was auf? Fällt dir was auf? Alle Leute, die Religion praktizieren, alle Kuffar. Und das sind alle die, gegen die gekämpft wird. Weißt du, was dir da nur zu einfällt? وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوٍ شَيَاتِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِ. Genauso haben wir für jede Gemeinschaft Satane bestimmt von den Menschen und den Djinn.
Da ist vielleicht jemand bei, der eine gute Meinung hat, der eine gute Absicht hat, aber der kämpft auf der Seite des Satans gegen die Leute, die den Islam verteidigen. Frag den Käfer, wer den Islam verteidigt. Frag den Käfer mal. Frag den Käfer mal. Frag den mal. Subhanallah. Es wird gegen keinen geredet, nur gegen die Leute, die den Islam verteidigen. Ich denke, jedes einzelne Blatt, eben die Einführung, hat schon gereicht, um das Thema zu beenden. Hier das, für jeden, der die Augen ein bisschen aufmacht, hat das schon gereicht. Welche Vorwürfe werden gegenseitig gemacht, um zu sagen, dass diese Leute 100.000% auf dem Dalal-Weg sind. Aber ganz klar. Wenn wir jetzt weiter in das Thema gehen, für denjenigen, der die Wahrheit will. Bei uns geht es nicht um die Leute, die stur sind. Für die Leute, die stur sind, hat Abu Anas eben im Sujud Dua gemacht. Möge Allah diese Menschen recht leiten. Und ihr Herz öffnen für die Wahrheit. Okay. Jetzt müssen wir die Zeichen der wahren Gruppe und die Zeichen der falschen Gruppe erstmal wissen. Das ist sehr wichtig. Gerade für jemanden, der die Wahrheit will. Deswegen, wer draußen am Fernseher ist oder am Radio ist oder wer diese Sache später sieht, ich gebe den Tipp, mach dir eine Liste. Zeichen der falschen Gruppe. Ich habe 4 Zeichen. Zeichen 1, Zeichen 2, Zeichen 3, Zeichen 4. Und immer wenn du bei der Argumentation, die ich jetzt bringe, siehst, dass wir einen Fehler machen oder da reinfallen, das heißt wir nennen uns Salafiyun heute, normal sage ich immer Muslime, aber wir müssen ja heute einen Unterschied machen, damit man weiß, worum es geht. Ja, Salafiyun, für die Leute, die würden uns vielleicht Wahhabiten nennen oder was weiß ich, aber okay, du kannst uns nennen, wie du willst, das ist deine Sache. Ja, dann machst du beispielsweise ein S, ja, für Salafiyya. So, wenn du siehst, dass in diesen Zeichen, dass es zu den Ahbash passt, machst du ein H für Habashi oder Ahbash, ja? Das heißt, so, die erste Zeichen, Zeichen der wahren Gruppe. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam weist auf die Zeichen der wahren Gruppe hin und wir haben es schon erwähnt. Er sagt in dem Hadith, Ma'ana alayhi al-yawmu wa ashabi, die auf dem basieren wie ich und meine Gefährten. Das zeigt, der in der wahren Gruppe ist, der wird in seiner Argumentation immer wieder zurückgehen zu den Gefährten und zu den Salaf. Die Besten sind meine Generation, dann die erfolgen, dann die erfolgen. Das zeigt, das sieht man dann später in der Argumentationsweise. Weil er wird mit diesem Punkt argumentieren. So, dann, das zweite Zeichen ist, dass sie konsequent an Koran und Sunna festhalten. Und darauf macht der Prophet aufmerksam. Er sagt, فَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَّرَ إِخْتِلَافًا كَثِيرًا. Wer von euch lebt, wird viele Meinungsverschiedenheiten sehen. Was dann? فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِينَ. So haltet euch an meine Sunna fest und die Sunna der rechtgeleiteten Khalifen. Und was sagt er dann? عَدُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِثِ. Beißt darauf mit den Zähnen. Das zeigt ein konsequentes Festhalten bei der Argumentation. Das sind die Zeichen der wahren Gruppe. Darauf immer achten. Wer argumentiert stets mit Koran und Sunna und weicht keinen Millimeter nach rechts und links und mit den Argumenten der Salaf und wer argumentiert mit den falschen Argumenten? Jetzt kommt's. Was macht die falsche Gruppe? Die falsche Gruppe hat erstens Zeichen, dass sie Lügen benutzt, Täuschungen und falsche Hadithe. Warum? Weil jemand, der am Ertrinken ist, der hält schon an einem Strohhalm fest. Wenn sie Argumente hätten, dann bräuchten sie nicht auf Lügen, falsche Hadithe und Täuschungen zurückzugreifen. Ja? Punkt 1. Schaut, wer hat Lügen, Täuschungen und falsche Hadithe und wer argumentiert mit Koran und Sunna. Zweitens. Textverdrehungen. Das heißt, wenn der authentische Hadith da ist, das heißt, in dem einen Fall war es, man bringt Argumentationen aus Lügen und Verdrehungen. Und das zweite ist, wenn man jetzt einen Hadith sieht oder ein Ayat sieht, der offensichtlich was anderes sagt, oder etwas sagt, was der eigenen Meinung widerspricht, was sagt er dann? Dann verdreht er die Bedeutung davon. Er verdreht die Bedeutung davon. Ja? So. Und das geht durch die Zufügung und Auslassen von Worten und so weiter. Dann. Drittens. Richtige Beweise an falscher Stelle. Ja? Das heißt, dass man mit mehrdeutigen Versen eindeutige Verse abrogieren will. Beispielsweise. Da gibt es viele Beispiele, ich werde da nachher drauf eingehen und das erläutern. Viertens, dass er seine Hauptargumentationspunkt auf Philosophie basierend hat. Dass seine Hauptargumentation auf Philosophie basiert. Nicht auf Koran und Sunna, sondern auf Philosophie. Wenn dann,
Philosophie kennzeichnet sich immer durch das Schema, wenn dann. Wenn Allah dann. Wenn ihr sagt, Allah ist dann. Warum? Warum macht er dies? Weil er Allah in seinem Herzen mit Gott, mit den Menschen vergleicht. Wir sagen von vornherein, jedes wenn dann ist für Allah hinfällig. Weil jedes wenn dann zeugt nur dafür, dass du Gott mit der Schöpfung verglichen hast. Denn dann kann es nur ein Wenn-Dann geben. Wenn Allah über dem Thron ist, dann ist der Thron größer, dann hat er sich verändert. Hier, Laysa kamithli shay, Allah nichts und niemand ist ihm gleich. Aber da werden wir nachher drauf eingehen, okay? Jetzt müssen wir erstmal fragen, wie bei Jarh wa Ta'dil, sind die Gelehrten der Ahbash glaubwürdig? Das wollen wir erstmal feststellen. Erzählen sie die Wahrheit oder nicht? Und ich denke, dass der Habashi, der Bruder, der die Wahrheit will, bestimmt nicht damit einverstanden ist, wenn seine Schuyuch die Unwahrheit erzählen. Und der Prophet sagt, ayakthibul Muslim, lügt der Muslim, was sagt der Prophet? La, der lügt nicht. Schaut es an, und wir werden euch jetzt ein Beispiel zeigen von einem der größten Gelehrten von ihnen, der bekanntesten Gelehrten, und der heißt Jamil Halim. Wir zeigen euch mal, was er erzählt hier. Unzuru al-Yahud wa Abu Zahl wa Abu Lahab inda al-Wahhabiyya al-Qutbiyya mu'minuna billah wa al-Sahaba kuffar wa al-Sunnah wal-Jama'a kuffar inda al-Wahhabiyya. انظروا اليهود وابو جهل وابو لهب عند الوهابيه والقطبيه يؤمنون بالله والصحابه كفار واهل السنه والجماعه كفار عند الوهابيه. Was sagst du dazu? Klare Aufnahme. Und ich wiederhole es nochmal, damit zum Mitschreiben. Hier, wir kennen uns und die Leute kennen uns, ja? Wir rufen die Menschen dazu auf, wir machen Videos, der Glaube an die Sahaba. Hier ist ein Buch, ja, mit Scharh von einem Gelehrten aus Saudi-Arabien, wo ganz klar drin steht, wie man an die Sahaba glauben muss. Und dass jeder, der die Sahaba beschimpft, dass man sie nicht schlecht erwähnen darf. Ja? Was erzählt der? Die Sahaba sind bei uns Kuffar. Was will man da noch sagen? Das ist einer der großen Führer, der ganz bekannten Schuyuch. Gehen wir ins Internet, Jamil Halim, dann steht da, was für ein Scheich. Was für ein Scheich. Mashallah, was soll man jetzt sagen dazu? Was soll ich dazu sagen? Was soll ich über solche Lügen sagen? Ist jemand hier von Ahbash, der was dagegen zu sagen hat? Vielleicht ist ja jemand hier. Ich frage dich, Bruder von Ahbash, der da vielleicht das anhört oder vielleicht später sieht. Gibst du diesem Scheich recht? Oder gibst du zu, bist du ehrlich zu dir selber, dass er ein Lügner ist, weil du wirst am jüngsten Tag gefragt werden. Bist du auf der Seite der Lügner oder auf der Seite der Wahrhaftigen? Und das ist jemand, den ihr schätzt? Was will dieser Mensch? Will dieser Mensch Hass unter den Muslimen hervorrufen? Und es ist meine Pflicht, vor solchen Leuten zu warnen. Ist es nicht so? Wie viele Araber haben wir heute hier, die das verstanden haben, was wir gesagt haben, was er gesagt hat? La hawla wa la quwwata illa billah. Dann geht's weiter. Hier, viele von euch kennen mich hier. Ja? Hier, das Blatt wurde verteilt gegen mich. Voller Lügen. Von A bis Z. Erstens, Pierre Vogel, ja, die sich zu diesen Leuten, die sich heuchlerisch anmaßend Gelehrte zu sein, gehört ein Mann namens Pierre Vogel. Wer hat jemals hier gehört? Wer kennt meine Unterrichte hier? Aufzeigen. Wer kennt meine Unterrichte? Wer hat viele Unterrichte von mir gesehen und gehört? Hat jemals jemand gehört, dass ich gesagt habe, dass ich ein Gelehrter bin? Wer hat das Gegenteil von mir gehört, dass ich gesagt habe, ich bin kein Gelehrter? Hier, er zeigt auf, alle zeigen auf. Hier, Lüge. Lüge. Und du machst sie auf die Lüge aufmerksam, sie nehmen es nicht raus. Weil es geht nicht darum, die Wahrheit zu verbreiten. Sie sind wie die Medien. Viel Input und du kannst es nicht mehr verteidigen. Verstehst du? Die Medien, Islam ist Terror, Islam ist Terror, Islam ist Terror, Islam. Hier, bitteschön. Da. Erste Lüge. Dann zweite Lüge. Dann steht hier, er äußert sich missfallend über die Gefährten.
Sie äußern sich missfallend über die Gefährten des Propheten Mohammed. Subhanallah. Aber wisst ihr was? Das Gegenteil ist der Fall. In dem Buch Sari'ul Bayan von Abdul al-Habashi, dort äußert er sich missfallend über einige Gefährten des Propheten Mohammed. Aber wir äußern uns niemals missfallend über die Gefährten des Propheten Mohammed, weil wir der Akida von Ahlus-Sunnah wal Jama'ah folgen. Wer es nicht glaubt, wir haben das Buch da. Das heißt, wer redet hier negativ? Über Muawiyah brauchen wir gar nicht zu sprechen. Bei den anderen Gefährten kriegen Sie vielleicht noch eine Ausrede von uns verpasst. Ja, wenn wir was falsch verstanden haben. Dann machen Sie ein Video, wo drin steht, jemand, der kennt mich angeblich, habe ihn noch nie gesehen. Ich kann mich zumindest nicht erinnern. Er erzählt, Pierre Vogel, jemand, ein Freund von mir, der hat seine Eltern verprügelt, weil Pierre Vogel sagt, wer das Gebet verlässt, ist Kafir. Erstens zeigt das schon wieder diese Unwissenheit. Ich habe hier das Buch von Ahmed ibn Hanbal, Usul al-Sunnah. Und es ist eine akzeptierte Meinung unter Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah, dass derjenige, der nicht betet, Kafir ist. Wer es nicht glaubt, kann zu mir kommen, ich zeige ihm das Buch von Ahmed ibn Hanbal, wo er ganz klar sagt, dass derjenige, der nicht betet, Kafir ist. Aber der Witz an der Sache ist, ich bin gar nicht der Meinung. Und Muhammad al-Ash'ari, unter dem sein Account auf YouTube steht, er weiß es ganz genau. Warum? Weil ich nämlich mit ihm auch noch in Mannheim, wo er in die Halle gekommen ist und Ärger gemacht hat, mit ihm darüber ein wenig diskutiert habe und diese Frage vor dem Publikum beantwortet habe. Das heißt, er weiß es ganz genau und sie wollen nur die Muslime, die durcheinander sind und keine Ahnung haben, durcheinander bringen. Pierre Vogel sagt, das Gebet verlassen ist Kuffer, obwohl es nur eine Sünde ist. Lüge. So, jetzt kommt er aber mit der Ausrede. Der nicht betet, kommt jetzt mit der Ausrede. Der wird zu dir sagen, ja, ich mache viele schlechte Taten, da kann ich nicht anfangen zu beten. Ja, Bruder, ich sag ja, das ist eine Meinungsverschiedenheit. Nein, der Bruder hat gesagt, Schirk ist eine größere Sünde. Diese Sache ist eine Meinungsverschiedenheit. Ich habe gesagt, es ist eine Meinungsverschiedenheit. Hä? Ja, genau. Bruder, ich habe ja gesagt, das ist eine Meinungsverschiedenheit. Imam Ahmed sagt das. Ich bin nicht der Meinung von Imam Ahmed. Okay, ich bin nicht der Meinung von Imam. Aber ich erwähne diesen Punkt, damit die Leute sich darüber im Klaren sind, wie wichtig das ist. Wie gefährlich das ist. So, wir haben jetzt schon für die, die mitbeschreiben, dreimal, viermal Zeichen Ahlul Bidah Nummer 1. Lügen, Entstellungen, Täuschungen. Viermal bei den Ahbash Zeichen Ahlul Bidah. Jetzt. Dann ein anderes Video zeigt mich, Pierre Vogel sagt Tesbih es Bidah. Und bei mir ist es ganz bekannt, dass ich sage, und da habe ich schon so oft erwähnt, dass das Tesbih selber, ja, diese Sache, Mesbaha, ich sehe das nicht als Bidda an. Es ist eine Meinungsverschiedenheit unter Gelehrten. Es geht auf einen Hadith in Darimi zurück, wo Ibn Mas'ud Leute erklärt hat, und das ist ganz klar, aber das zeigt, dass sie kein Wissen haben. Wo er sagt, dass Leute Bidda gemacht haben. Wayhak ya ummati Muhammad. Wehe die Umma Muhammad. Die Sachen vom Propheten, das Geschirr von ihm ist noch da. Und ihr fangt an mit einer Bidda, dann sagen sie, wir haben doch nur Gutes gewollt. Dann sagt Ibn Mas'ud, وَكَمْ مِنْ مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَنْ يُسِيبَهُ. Und wie viele von denen, die das Gute wollen, treffen es niemals. Wo sie mit Steinen Tesbih gemacht haben. Einige verstehen das wegen dem Kommando, andere verstehen dieses Hilfsmittel. Aber ich sehe das als Hilfsmittel an. Und das habe ich schon oft erwähnt und ich glaube sogar an dem Tag, wo ihr Scheich auch in Mannheim gewesen ist, bin ich auch die Frage gestellt worden. Das heißt, Lüge Nummer 5. Jetzt, Lüge Nummer 6. Sie sagen, wir sagen, Salahuddin Ayyubi wäre Kafir. Das ist eine Lüge. Ich heiße selber Salahuddin Ayyubi. Aber warum machen sie das? Weil viele ihrer Folger Kurden sind und Salahuddin Ayyubi sehr lieben. Und das heißt, wenn man keine Argumente hat, versucht man, die Emotionen der Menschen zu treffen. Wir sagen nicht, Salahuddin Ayyubi ist Kafir. Aber wir sagen, und er war kein Gelehrter, dass er Fehler gemacht hat in der Akida. Aber das heißt bei uns nicht, dass jemand Kafir ist, sondern er war für uns ein großer Mujahid, der dem Islam geholfen hat und wir lieben ihn für Allah subhanahu wa ta'ala. Lass das Mikrofon weg. Du brauchst kein Mikrofon, ist aus, deswegen. Ach so. Wir sind frei jetzt. So, dann wird gesagt, wir machen Takfir mit allen Muslimen. Im Gegensatz zu dieser Gruppe haben wir Dawabit und Takfir. Ich frage dich, lieber Abashi, der sieht, was sind die Dawabit von Takfir? Kennt er nicht. Ich habe einmal mit einem geredet, da sagt er, wer nicht zugibt, wer nicht sagt, wer sagt, rot ist nicht die Farbe des Teufels, er ist Kafir.
Einer von ihnen. Natürlich kann man das jetzt nicht auf die ganze Gruppe aufstülpen, aber das ist die Herangehensweise. Dass die Menschen so schnell zum Käfer erklärt werden, schneller als man gucken kann. Ich denke, hier gibt es bestimmt viele, die das bestätigen können. Ich kenne einen libanesischen Freund, den haben sie zum Käfer erklärt, weil er Musik macht. Aber selber wird auch Musik gemacht, subhanallah. Dann, nächster Fall, den kann ich auch gerne bringen. Nächster Fall, vor ein paar Jahren, als ich noch in der Verwirrung steckte, habe ich, und das müsst ihr euch vorstellen, in Marokko dieses Buch bekommen hier. Allah exists without the place. Erstmal, diesen Satz können wir bestätigen, wenn damit nicht gemeint ist, dass damit negiert wird, dass Allah über seinem Thron ist. Weil wir sagen, wie gesagt, nicht, dass über dem Thron existieren, dass das ein Existieren an einem Ort oder umgeben von einem Ort ist. Das muss man wissen. Aber ich gehe da nachher drauf ein. Dieses Heft ist dafür geschrieben hier. Darul Mashari. Darul Mashari. Das ist diese Gruppe. Ja? So, in diesem Buch, guck mal jetzt. Guck mal jetzt die Täuschung. Guck mal. Machst das auf. Guck mal hier. Immer ist auf Englisch. Ne? Arabischer Text, dann die englische Übersetzung. Arabischer Text, hier englische Übersetzung. Ne? So. Arabischer Text, englische Übersetzung. Arabischer Text, englische Übersetzung. Ne? Hier. Arabischer Text, englische Übersetzung, arabischer Text, englische Übersetzung. Plötzlich gerätst du zu dieser Seite. Eine Aussage von Imam Abu Hanifa. Hat man das gesehen mit dem arabischen Text? Aber ihr habt es gesehen. Ja, ich zeige es nochmal hier, damit man es in der Kamera sieht. Da. Immer. Arabischer Text, englische Übersetzung. Arabischer Text, englische Übersetzung. Arabischer Text, englische Übersetzung hier. Arabischer Text, englische Übersetzung. Jetzt plötzlich kommt man auf die Seite 20. Da ist eine Aussage von Abu Hanifa. Nur Englisch. Wo ist der arabische Text hingelaufen? Wo ist er hin? Wo steckt der? Und dann steht, dass Abu Hanifa gefragt wird, derjenige, der sagt, ich weiß nicht, ob mein Herr im Himmel ist oder auf der Erde, der ist Käfir. Und dann wollen sie, was wollen sie damit sagen? Sie wollen damit sagen, wer nicht weiß, ob Allah über dem Himmel ist oder auf der Erde, der ist Käfir, weil er muss sagen, Allah ist weder im Universum noch außerhalb des Universums, noch getrennt vom Universum, noch verbunden mit dem Universum. Ja, die Frage, ja. Wo ist er? Das ist die Frage. Okay, hier. Das darfst du sowieso nicht stellen, wo. Der Prophet hat das zwar gefragt, aber das hat er nicht gemeint. Er meint damit was anderes. Aber da kommen wir nachher zu. So, wo? Jetzt, der Witz ist nur, dieser Text von Abu Hanifa, Abu Hanifa sagt, wer sagt, ich weiß, ob Allah im Himmel ist oder auf der Erde, das lässt eigentlich drei Möglichkeiten offen. Möglichkeit Nummer eins, der ist Käfir, weil er, das ist, was die Ahbash sagen, nicht weiß, dass Allah weder im Himmel noch auf der Erde ist, oder weil er leugnet, dass er im Himmel ist, oder weil er leugnet, dass er auf der Erde ist. Die drei Möglichkeiten lässt das offen. Aber Abu Hanifa gibt ihm nur einen Originaltext, einen Ayat vom Koran als Begründung. Aber der ist nicht hier. Mögen die es nicht, Ayats vom Koran zu schreiben? Mögen die es nicht, Ayats vom Koran zu schreiben? Wo ist er hin? Jetzt, welchen Ayat vom Koran würde er benutzen, ja, laut Ahbash, um zu beweisen, dass derjenige Käfir ist, weil er weder in der Welt noch außerhalb der Welt noch getrennt von der Welt noch verbunden von der Welt ist? Er würde sagen, li'anallahu yakul laysa kamithli shay. Obwohl das kein Hinweis auf diese Sache ist, sondern diesbezüglich ist das eine unklare Beweisführung. Was würde er benutzen? Aber ich habe den arabischen Text gefunden. Ist das nicht schön? Ich habe ihn gefunden. Und zwar Shar Aqidat Tahawiyya von Ibn Abil Hizan Hanafi. Und die Hadith hier drin hat jemand Tahqiq gemacht. Tahqiq hat die genau bearbeitet. Dieser heißt Shu'ayb al-Arnaud. Jeder kann zu mir kommen, das Buch gucken. Shu'ayb al-Arnaud ist ein Schüler gewesen von wem? Abdullah al-Habashi. Und wir schlagen das Buch auf. Und wir finden die Aussage von ihm, Abu Hanifa. Und er sagt, أنه سأل أبا حنيفة عن من قال لا أعرف ربي في سماء أم في الأرض فقال قد كفى لأن الله يقول ich habe, er hat Abu Hanifa gefragt, ich weiß, ob mein Herr über dem Himmel ist oder auf der Erde. Er sagt, er ist ungläubig geworden, denn Allah sagt, Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa.
Diskussion wieder beendet für heute, ne? Alhamdulillah. Das heißt, aber wisst ihr was, ich muss euch beruhigen, die Diskussion ist noch nicht beendet. Weil dieser Hadith, diese Aussage, die können wir nicht als authentisch auf Abu Hanifa zurückführen. Das sagen wir, obwohl sie für uns spricht. Weil wir nicht die Zeichen von Ahlul Bidah haben. Ich habe es nachgeprüft, hier ist Abu Mut'i al-Balchi, der beschuldigt wird, Dinge zu erfinden. Wir können es nicht auf Abu Hanifa zurückführen. Aber diese Leute nehmen sich eine Aussage, die gegen sie spricht, die schwach ist, drehen die um, verbiegen die, bis sie in ihr Konzept passt. Kannst du dir das vorstellen? Das kann man nachlesen. Fiqhul Akbar ist es auch drin. Fiqhul Akbar ist dieses Buch, was nicht gesichert auf Abu Hanifa zurückgeführt werden kann. Wenn es das wäre, spricht dieses Buch gegen sie. Spricht dieses Buch gegen sie hier. Wir haben hier Fiqhul Akbar von Abu Hanifa. Wir haben es hier, ich lese euch mal vor, was hier drin steht. وَلَهُ يَدٌ Allah, لَهُ يَدٌ وَوَجْهٌ وَنَفْسٌ كَامَ ذَكَرُ اللَّهُ تَعَالَ فِي قُرْآنٍ. Er hat eine Hand und er hat ein Gesicht und eine Nefs, so wie Allah im Koran beschreibt. Ja? فَمَا ذَكَرُ اللَّهُ تَعَالَ فِي قُرْآنٍ مِنْ ذِكْرِ الْوَجْهِ وَالْيَدْ وَنَفْسٍ فَهُوَ لَهُ صِفَاتٌ بِلَا كَيْفٍ. Das heißt, und das, was Allah von Gesicht und Hand und so weiter erwähnt im Koran, ist eine Eigenschaft für ihn, ohne dass man nach dem Wie fragt. Ja? Dann geht es weiter. وَلَا يُقَالُ إِنَّ يَدَّهُ قُدْرَتُهُ وَأَوْ نِعْمَتَهُ لِأَنَّ فِي إِبْتَالٌ لِسِفَةٍ إِبْتَالٌ لِسِفَةٍ. Und es wird nicht gesagt, dass seine Hand seine Macht ist, denn das wäre eine Negierung der Eigenschaft. Jetzt, ihre Gruppe, die erwähnen nur diesen ersten Satz. لَا يُقَالُ إِنَّ يَدَّهُ قُدْرَتُهُ. Es wird nicht gesagt, Yed ist seine Kraft. Und dann lassen sie das zweite aus. إِبْتَالٌ لِسِفَةٍ. Eine Negierung der Eigenschaft, weil sie nicht sagen wollen, dass Allah zu seiner Eigenschaft Hand gehört. Aber wie gesagt, das Buch ist schwach. Aber wir haben ein anderes Buch, was nicht schwach ist, was jeder nachlesen kann. Und das ist ein Gelehrter, den die Ahbash akzeptieren. Und zwar Imam al-Tabari, Tafsir al-Imam al-Tabari. Sie schreiben hier, über Tabari, hier, das ist schön, deswegen weiß ich, dass sie Tabari akzeptieren, den kann man auch nicht verleugnen, im Jahr 310 gestorben, der ist der Imam und Mufassirin bei Al-Sunnah wal-Jamaa. Was sagt er? Was, mal kurz, warte mal. Ich wollte nur kurz vorlesen, was sie hier über Imam Tabari sagen. Ja. Wo ist es? Ja, dies wurde von dem Hadith gelehrt und Mujtahid. Mujtahid. Das heißt, einer Mujtahid. Ja. Ibn Jarir al-Tabari. Erwähnt. Das heißt, er ist für sie Muhaddith und Mujtahid. Nicht nur normaler Muhaddith, Mujtahid. Da haben wir das Buch Hand. Ja, weil wir haben gesagt, Abu Hanifa für dieses Buch, auch wenn es für uns spricht. Wir argumentieren nicht mit schwachen Sachen. Weil wir brauchen keine schwachen Sachen. Weil wir haben Beweise ohne Ende von Koran und Sunnah. Hier, Hand. Und jeder kann es nachlesen. Das ist der Tafsir von Tabari. Den könnt ihr nicht gefälscht haben. Und in euch, schaut nach, der ist in Ägypten gedruckt worden. Ja, Maktabu Taufiqiyya, Amam al-Bab al-Akhtar, Sayyidina Hussein. Sayyidina Hussein, ja, hier. Hier schreibt Tabari zu dem Vers, ja, das ist der Vers in Surat al-Ma'idah. Das kann jeder nachgucken. Das ist der Vers in Surat al-Ma'idah. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlula. Und die Juden sagen, Allahs Hand ist gefesselt. Was sagt er dann? Was sagt Allah? Sagt er, Allah hat gar keine Hand? Er sagt, nein, seine Hand ist mabsuta. Sind offen. Jetzt sagt Tabari, und deswegen, das kann keiner verleugnen. Tabari sagt, es gibt mehrere Meinungen hier. Es gibt Leute, die sagen, damit ist Ni'mata gemeint, seine Gaben gemeint. Und dann sagt er danach, warte mal. Wa qala akharun minhum bel yadullahi Sifatun min sifatihi hiya yadun ghayru annaha laysat bijariyatin kajawari bani adam. Er sagt, die Hand von ihm, bel yadullahi, ist eine Eigenschaft von seinen Eigenschaften und sie ist eine Hand. Hiya yadun ghayru annaha laysat bijariyatin kajawari bani adam. Aber sie ist kein Körperteil wie das Körperteil der Kinder Adams. Er sagt, das haben andere gesagt. Er sagt, das haben andere. Das ist genau das, was wir sagen. Wir sagen, Hand von Allah ist kein Körper. Wir wissen nicht. Allahu alam. Wir sagen, Hand ist Hand. Eine Eigenschaft von ihm. Genau das, was wir sagen. Jetzt. Jetzt macht er am Ende
Er zeigt dann am Ende, dass das falsch ist mit dem Ni'mata, weil von zwei Händen gesprochen wird. Anna ghayru maqul fi kalam al-Arab anna ithnayni yu'addiyani an al-jami'. Ja, und so weiter. Und dann sagt er am Ende sagt er, wa in kana kadhala fi bal al-ahkam wa shara'i fa hiya min fikr. Moment, wo sind wir? Wollte diesmal. Also erstmal gesehen, dass es da diese Meinung gibt, haben wir sowieso schon. Ja, jetzt sagt er, wa khata'un khata'u qawlu man qal ma'na al-yaddi fi hadha al-mawdi ni'ma. Wa sihhatu qawl man qal inna yadda Allahi hiya lahu sifa. Er sagt, falsch ist es der sagt, damit ist Ni'ma gemeint. Und richtig ist es, der sagt, die Hand ist für ihn eine Eigenschaft. Das ist Imam Tabari. Er müsste jetzt laut den Ahbash ganz eindeutig ein Käfer sein. Und ich sage zu euch, die Ahbash werden jetzt zu euch sagen, wenn ihr draußen seid, A'udhu Billah, der Pierre Vogel lügt. Dies ist der Tafsir Tabari. Der ist auf der ganzen Welt verteilt. Schaut ihn euch an. Holt ihn euch irgendwo. Leiht ihn euch aus. Geht, holt ihn nicht von mir, von irgendjemandem. Geht zu einem nicht-muslimischen Arabischlehrer und fragt ihn einfach mal, was steht dort. Und da werdet ihr sehen, dass der genau das sagt, was ich vorgelesen habe. Oder von den Arabern hier. Habe ich irgendwas falsch jetzt übersetzt? Habe ich irgendwas gelogen? Nee. So, also, ganz klarer Fall. Deswegen geh hin, schau es dir an. Und dann wirst du sehen, dass das die Wahrheit ist. So. Ja, Assalamu alaikum, liebe Brüder und Schwestern. Wir machen dann mal weiter im Text. Allgemeine Widerlegung des Argumentationsschemas der Ahbash. Ja, und ich wollte das mal kurz an einigen Beispielen festsetzen. Ja? Wenn man zum Beispiel sagt, ja, Brüder, wir glauben nur an das, was Allah im Koran sagt. An das Wortwörtliche, was dort steht. Wie könnt ihr uns als Kuffar betrachten, wo wir doch nur das sagen, was Allah im Koran sagt? Es wird ja auch oft behauptet, wir folgen unseren Gelüsten bei unserer Koraninterpretation. Ich frage mich, wie kann es sein, dass das wortwörtliche Folgen des Korans ein Folgen der Gelüste ist? Das würde mich mal brennend interessieren. Aber ist ja auch egal. Und dann wird dann oft gesagt, nee, das Wort, das steht doch gar nicht wörtlich da. Weil dieses Argument, wenn das wörtliche Kufr ist, wie kann es sein, dass der Prophet kein einziges Mal davor gewarnt hat, ist ein klar und deutsches Argument, was keiner widerlegen kann. So, dann wird dann oft gesagt, nee, das steht ja gar nicht, das Wort wörtlich ist ja nicht Kufr. Aber dann zeigen wir hier, ja, guck mal hier, was er erzählt. Guck mal hier. Sagen wir, guck mal hier, was er erzählt. Was Schönes über den Koran erzählt, sagen wir dann. Ja. Lasst euch das mal zergehen hier. Ja. Ihr sagt das gar nicht hier. Ja, hört doch mal. Ahmed al-Rifa'i sagt, kann er falsch sein, unmöglich. Schützt euren Glauben vor dem äußeren Einschein. Äußere Einschein ist das Wort wörtliche, daher, Deutsch, nur ein bisschen anders übersetzt, damit es anders. Eine Basis des Unglaubens. Wie kann man nach dieser Erklärung die Interpretation... Ja, eine Basis des Unglaubens, ja. So, dann... Sagt Ar-Razi, sagt in seinem Buch, Assasu Taqdis, sagt er, warum hat Allah die Menschen so angesprochen? Mura'atu ahwalil awam, sagt er. Das ist eine Rücksichtnahme auf die Lage der normalen Muslime. Fakhatabahum bima yadullu ala tajzimi wa hayyuzi wa jihati li'anna thalika yunasibu ma yatakhayyaluhu. Der sagt, das ist eine Rücksichtnahme auf die Lage der normalen Muslime, weil, also deswegen spricht Allah sie an mit etwas, was auf Richtung hinweist, auf Ort hinweist, denn dies ist das, was sie sich vorstellen, was sie sich einbilden. Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, Allah spricht sie an mit etwas, was Kufr ist, weil die Menschen sich diesen Kufr schon vorstellen. Aber wie kommen sie dann vom Kufr weg? Das sagt einer der führenden Aschariten, sagt dies.
مُرْعَاتُ أَحْوَالِ الْأَعْوَامِ فِي أَوْلِ أَمْرِهِمْ فَخَاتَبَهُمْ بِمَا يَدُلُّ عَلَى تَحَيُّزِ وَتَجْزِيمِ وَجِهَتِ وَلِأَنَّ ذَلِكَ يُنَاسِبُ مَا تَخَوَّلُهُ وَتَوَهَمُهُ تَخَيَّلُهُ وَتَوَهَمُهُ. Er spricht sie an mit Rücksichtnahme auf sie. Was für eine Rücksichtnahme? Ich bringe ihnen Kupfer bei und das ist Rücksichtnahme. Weil dies, das ist, was sie sich vorstellen in der ersten Angelegenheit am Anfang. Ja, was ist, wenn er am Anfang stirbt? Da hat er daran geglaubt, an Kuffer geglaubt. Also Allah spricht sie an mit Kuffer, mit Rücksichtnahme auf die Menschen, spricht er sie mit dem an, was sie sich sowieso vorstellen, damit sie auch weiterhin im Kuffer bleiben. Oder sehe ich da irgendetwas falsch dran? So, das ist es. So, wenn du dann gesagt hast, dass das die Gelehrten sagen, dann kommt die nächste Ausrede. Dann wird gesagt, Ar-Rahman al-Arsh istawa hat 15 Bedeutungen. Ja, 15 Bedeutungen. Dann sagen wir, okay, nenn mir doch mal die 15 Bedeutungen. Da wirst du nie jemanden finden, der dir die 15 Bedeutungen aufzählen kann. Außer wenn er sich gerade darauf vorbereitet hat. Aber warum? Warum dieses Gesabbel 15 Bedeutungen? Weil damit wollen wir sagen, guck mal, die bösen Wahhabiten haben sich von den 15 Bedeutungen genau eine rausgepickt. Schau dir mal an, wie die ihren Gelüsten folgen. Wir sagen erstmal, welche Bedeutung haben wir uns rausgepickt? Wir haben uns die Bedeutung rausgepickt, die die Sahaba rausgepickt haben und die Tabi'in rausgepickt haben, die Schüler der Sahaba gewesen sind. Das ist das Folgen der Salaf. Ma'anna alayl yawma wa ashabi. Al-Mujahid fi Bukhari a'la. Abu'l-Aliya von den Tabi'in in Bukhari irtafa'a. Imam Ahmad ibn Hanbal, Tabaqatul Hanbaliya Band 2 irtafa'a, sich erheben. Irtafa'a heißt sich erheben, a'la ist genau dasselbe im Prinzip. Ja? Dann Ibn Abbas in Barawi sich erheben, irtafa. Das heißt, wo sind wir unsere Gelüste gefolgt? Wir haben das genommen, was dort steht. Was haben sie genommen? Istila. Welcher Sahabi hat das gesagt? Keiner. Welcher von den Tabi'in hat das gesagt? Keiner. Welcher von den Tabi'in hat das gesagt? Keiner. Wer folgt den Salaf? Wir. Wir. Wir sagen nur das, was sie gesagt haben. Und negieren dabei jede Ähnlichkeit mit seiner Schöpfung. Dann übrigens das mit diesen 15 Bedeutungen ist eigentlich eine Täuschung. Und wieder mal Zeichen von Ahlul Bidda, sagen wir Nummer 1. Stimmt, Ibn Battal hat gesagt, es gibt 15 Bedeutungen. Aber was ist damit gemeint? Da gibt es manche Bedeutungen wie zum Beispiel, ich sage laufen, hat die Bedeutung Rennung, hat die Bedeutung Joggen. Das heißt, dieselbe Bedeutung, andere Wörter dafür, erstens. Zweitens, in der arabischen Sprache haben die Wörter verschiedene Aujuh, nennt sich das, Waj. Das heißt, verschiedene Gesichter, ja. Weil ein Wort kann verschieden auftreten, je nach dem Harfu Jar, das heißt die Präposition, die herangehängt wird. Zum Beispiel heißt Attaqaddamu illa, ich trete vor jemanden. Aber Attaqaddamu bi heißt, ich bewerbe mich. Das heißt, es ist dasselbe Wort, dieselbe Wortwurzel wie Istawa, aber ein anderer Harfu Jar, eine andere Präposition wird rangesetzt und dadurch verändert sich die Bedeutung des Wortes. Rariba an heißt verabscheuen. Rariba fi heißt sich wünschen. Dasselbe Wort, aber eine andere Präposition. Einmal fi, einmal an. Und so ist es auch bei Istiwa. Das Wort Istiwa hat 4 verschiedene Aujuh und jeder Jwesh verändert sich die Bedeutung. Einmal Istiwa ohne irgendetwas, ja? Einmal mit Wow, wo es bedeutet, istawa, wie zum Beispiel im Koran, la yastawi ashabul jannah wa ashabul nar, ashabul nari wa ashabul jannah. Das heißt, die Leute vom Jannah und die Leute vom Feuer sind nicht gleich. Aber diese Bedeutung passt überhaupt nicht zu dem Ayah. Dann das nächste ist, zum Beispiel reif werden, gar werden. Dann gibt es irtafa'ila, ist wieder eine andere Bedeutung, was zum Beispiel bedeuten kann, qasada, beabsichtigen. Aber istawa ala, ich meine, istawa illa, ja, meinte ich eben. Das heißt, es kann zum Beispiel bedeuten, beabsichtigen. Aber istawa ala bedeutet sich erheben. Und kann bedeuten, sich hinsetzen. Aber warum sagen wir nicht, Allah hat sich auf den Thron gesetzt? Weil die Tabi'in, Ibn Abbas und Mujahid und Abu'l-Aliya und Ahmed ibn Hanbal und so weiter, natürlich dann nicht mehr zu Tabi'in gehört, weil sie gesagt haben, es bedeutet an dieser Stelle ihre Tafa'a. Deswegen, wir wählen genau die Bedeutung, die diese Leute gewählt haben. Und das ist der Mensch, den der Prophet gewählt hat. Wo er sagt, alle werden in die Hölle gehen, außer eine Gruppe. Wer ist diese Gruppe? Ma'ana alayl yawma wa ashabi. Die auf dem basieren, wie ich und meine Gefährten. Und Ibn Abbas sagt dies, der Schüler von Ibn Abbas und so weiter. Das heißt, es gibt gar keinen Zweifel. Welches Problem haben Sie, damit Sie sagen, ja, wenn Allah sich erhoben hat, dann war er ja vorher darunter. Wir sagen,
wenn, dann musst du streichen. Genau wie du zu dem Mu'tazili gesagt hast, wenn er sagt, ja, wenn Allah hört, dann braucht er Schallwellen und dann ist er abhängig von Schallwellen. Dann sagst du zu dem Mu'tazili, wenn, dann gibt es nicht für Allah, denn Allah ist Laysa kamithlihi shay. Nichts ist ihm gleich. So. Das ist das zweite Problem. Also das ist schon mal wieder die nächste Täuschung. Zeichen A und Bilder Nummer 1, 2. So. Dann fragen wir sie, welche Bedeutung habt ihr denn gewählt dafür? Dann sagt er, wir haben Istila gewählt. Was heißt Istila? Besitzergreifung. Geht zum Wörterbuch. Besitzergreifung, Langenscheids Wörterbuch. Dann sagen wir, es ist Tashbih. Das ist Tashbih. Das ist Verähnlichung Gott mit der Schöpfung. Besitzergreifung heißt, Allah hat das vorher nicht besitzt. Wenn dann. Aber warum sagen wir nicht Istila? Weil der Prophet das nicht gesagt hat. Hätte der Prophet gesagt, Istila, hätten wir dran geglaubt, ohne dass es seiner Schöpfung gleich ist. Aber wie könnt ihr sagen, Istiwa oder ihr Tafa macht Allah der Schöpfung gleich, aber Istila macht Allah nicht der Schöpfung gleich? Wie kann das funktionieren? Kannst du mir das erklären? Es ist totaler Unfug. Dann sagst du, okay, euer Imam al-Ash'ari, der sagt in Risala ala Thara, sagt er, Laysa istiwa'ullahi istila'an kama qala alu Thara. Der Istiwa von Allah ist nicht Istila. Das sich Erheben von Allah ist nicht Besitzergreifung, so wie Al und Qadr gesagt hat. Wer sind Al und Qadr? Die Mu'tazila. Das zeigt wieder, dass die Ahbash heutzutage die Akida der Mu'tazila folgen in diesem Bereich. So wie sie nicht der Akida von Imam Ghazali befolgen. Denn Imam Ghazali sagt zu Ahmed Hanbal in Ihya'ul Umuddin, Darajatu Ta'wil, was sagt er? Radiallahu anhu, wo er sagt, dass Ahmed Hanbal sagt, Allah spricht mit Buchstab und Ton. Die Ahbash sagen, wer das sagt, ist Kafir. Deswegen müssen sie Ahmed Hanbal zum Kafir erklären. Das heißt, sie haben weder die Akida von Ahmed Hanbal, noch die Akida von Al-Ghazali. Und laut der Risala al-Arafara, auch nicht die Akida von Imam al-Ash'ari und sowieso nicht an seinem Ende. Dann werden sie natürlich sagen, das ist falsch. Dann haben wir noch Abu Hanifa, der auch sagt, La yuqalu istiwa'ullahu istila'uhu. Ja? Abu Hanifa sagt das auch, aber in Fiqhul Akbar, nur weil sie es benutzen, dann nennen wir es nochmal. Dann werden sie sagen, nee, das stimmt gar nicht, diese Risala von al-Azhara stimmt nicht, weil alles, was ihnen nicht gefällt, wird geleugnet. Dann sagen wir, okay, Ibn Furak sagt, oder sagen wir, Al-Baqilani sagt, einer der großen Ashariten, im Buch At-Tamhid, dort sagt er, La yajuzu an yakuna ma'ana istila'ihi istiwa'ihi istila'uhu li'an al-istila' huwa al-kudratu wal-qar wallahu lam yazil qadiran qahiran. Das heißt, es ist nicht erlaubt, dass die Bedeutung von Istiwa, Istila ist, die Bedeutung von Istiwa sich erheben, dass das Besitzergreifung ist, denn das ist Macht und Bezwingung. Und Allah war immer bezwingend und hatte immer die Macht, sinngemäß. Ja, das sagt Al-Baqilani. Wenn Sie sehen, dass das mit Istila nicht funktioniert, dass das widerspricht den Gelehrten der Sunna, dann kommen Sie mit, ja, wir sagen gar nicht Istila, wir sagen Ghalaba wa Qahr, sagen wir. Ghalaba wa Qahr. Dann sagen wir, wunderbar. Dazu sagt Ibn Furak in Esma Wasifat, Ibn Furak, Abu Bakr Ibn Furak, gehört zu den großen Aschariten. Radiallahu anhu. Er sagt, المتأخرون من الأشاعرة أولوا الاستواء بمعنى الغلبة وقر وخلافا لقول إمام الأشعري الذي صرح بأن الغلبة وقر من تأويلات المعتزلة. Das heißt, Ibn al-Baqilani sagt غلبة وقر ist mit Istila genau dasselbe. Jetzt versuchen Sie die Wörter zu verdrehen, sagen, wir sagen gar nicht Istila. Wir sagen Ghalaba wa Qahr, dann haben wir Ibn Furak, der ganz klar sagt, dass Imam al-Ash'ari, er sagt, die späteren von den Ash'ariten sind dahingegangen, Istiwa als Ghalaba, als Bezwingung zu interpretieren, im Unterschied, Khilafi li Qawli Imamim, im Unterschied zu dem, was Imam al-Ash'ari gesagt hat, der ganz klar erklärt hat, Saraha bi annahu min ta'wilatul Mu'tazila. Der ganz klar gesagt hat, dass dies zu den Interpretationen der Mu'tazila gehört. Das zeigt,
dass die Aschariten, die Ahbash, die uns zu Kufa erklären, nicht der Akida der früheren Aschariten folgen, sondern in diesem Punkt ganz eindeutig der Akida der Mu'tazila folgen, die sie selber als Kufa betrachten. So. Was haben wir noch für Probleme? Ach ja. Ja genau, dann geht's weiter. Wenn das nicht klappt mit Ghalaba wa Karr, und übrigens, Istila, ja, obwohl Imam al-Ashari sagt, dass er, obwohl Imam al-Ashari das nicht sagt, erwähnt al-Habashi in seinem Buch, ja, Ithar Akida Sunniya, sagt er, oder Dalil al-Qawim, ich weiß nicht mehr genau in welchem Buch, dort sagt er, dass dies die Interpretation von Abu Hassan al-Ashari ist. Obwohl Ibn Furaq sagt, das ist nicht die Interpretation von Abu Hassan al-Ashari, al-Istila. Ganz klar widerspricht er ihm dort. So, jetzt. Vielleicht, als er noch bei den Mu'tazila war. Das kann sein, dass sie so die Worte verdrehen. Jetzt. Was sagen sie als nächstes? Als nächstes sagen sie Istola. Was heißt Istola? Erobert. Allah hat den Thron erobert. Das ist das Spiel. Das ist das Spiel. Dann sagen sie, ja, okay, anders als wir. Ach so, ja, wir haben Istiwa gesagt, aber auch anders als wir. Wir wissen nicht wie. Okay. Dann sagt er natürlich, was ist dein Beweis dafür, sagen die? Dann bringen sie ein Gedicht von Ahdal al-Nasrani. Al-Ahdal al-Nasrani, was ist das? Das ist ein christlicher Dichter. Ja? Ein christlicher Dichter. Und hierzu sagt Abu Mansur al-Baghdadi, den sie immer zitieren, mit seinem Buch Al-Farku bin al-Firak, mit der gelogenen Geschichte von Ali radiallahu anhu, ja? Kan Allahu ala ma kan, wa al-an ala ma alaykan. Er sagt in Usuluddin, in seinem anderen Buch Usuluddin, Sa'imat al-Mu'tazila tu, زعمت المتزلة أن الاستواء بمعنى استولى مستدلين بقول الشاعر استولى بشر على العراق من غير دم ومن غير سيف ولا دم مراق oder wie er gesagt hat, ja, jedenfalls sagt er hier, die Mu'tazila, die haben gesagt, dass die Bedeutung davon istola ist und wollten das sagen, weil das nehmen die Aschari, das nehmen dann die Ahbash als nächstes, erstmal istila, dann Grala Bakar, dann als nächstes Istaula. Immer was anderes, je nachdem, wie du widerlegst, springen sie von Höpschen nach Döpschen. Istaula, da sagt er, al-Baghdadi, er sagt, die Mu'tazila haben behauptet, dass Istiwa Istaula bedeuten würde und haben das bewiesen mit dem Ausdruck von diesem Dichter. Kat Istaua Bishrun al-Iraq min ghayri dammin wal min ghayri sayfin wal dammin muhraq. Ja? Genau damit. Jetzt sagt Abu Mansur al-Baghdadi, und das nehmen die Ahbash. Einmal nehmen sie das Buch von Abu Mansur al-Baghdadi, um eine gelogene Geschichte über Ali radiallahu anhu rauszunehmen. Jetzt lassen sie das Buch. Was sagt er? وَهَذَا تَعْوِيلٌ بَاطِلٌ, sagt er. Dieser Ta'wil ist falsch. Jetzt, was kommt als nächstes? Jetzt kommt Ibn Hazm. Was sagt Ibn Hazm dazu? Einer, der eine eigene Rechtsschule hatte, die ausgestorben ist, Ibn Hazm al-Analusi, er sagt in seinem Buch Al-Fissel, min al-Nihal wa Mihal, oder so, auf jeden Fall Al-Fissel, dort sagt er, mal'unun, mal'unun, mal'unun qailu hadha al-Bayt. Verflucht sei, verflucht sei, verflucht sei, der diesen Scher, diese Gedicht gemacht hat. Mal'unun. من جعل هذا الشعر النصراني حجة في الدين الله. Verflucht sei derjenige, der diese Poesie von einem Christen als Beweis in der Religion Allahs einsetzt. Das sagt Ibn Hazm al-Andalusi. Verflucht sei derjenige, der dies tut. Und Al-Habashi nimmt dieses Gedicht als Beweis in seinem Buch Ithar Aqida Sunniya. Ganz klarer Fall. Ich habe schon gesagt, warum sagen wir Etafa'a? Wir sagen Etafa'a, weil dies das ist, was Ibn Abbas sagt, was Al-Mujahid sagt, was Abu'l-Aliya sagt, was Tabari sagt, was Bukhari sagt, was Ahmed sagt. Weil natürlich sagt Bukhari dies auch, sonst hätte er ja keinen Kufa in sein Buch hineingenommen, das er geschrieben hat, um ein authentisches Buch zu sein. Ja? So. Das heißt, diese gelehrte Tabari erwähnt es auch, Etafa'a sich erheben. Bukhari erwähnt es extra, dann Ahmed ibn Hanbal, wem erwähnt es? Tabakat al-Hanbaliya. Abu al-Aliya wird erwähnt in Bukhari. Mujahid wird erwähnt in Bukhari. Ibn Abbas wird erwähnt in Tafsir al-Baghawi. Diese Leute,
Und was sagen die Ahbash zu denen, der sagt, ihr Tafa'a ist die Bedeutung von Istiwa? Kafir. Da muss man sich fragen, wer der Sunna folgt. Das dazu. Dann wird von diesem Bruder Abdurrahman der Hadith aus Sahih Muslim soll von ihm erklärt werden. Hadith Nummer 537 in Sahih Muslim. Wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Ein Allah, wo ist Allah? Und sie sagt, Fisa, am Anfang sagt er, wir können diesen Hadith nicht leugnen, hier. Er steht in diesem Buch, er steht in Sahih Muslim. Wir können den Hadith nicht leugnen. Und wenn du genau hinhörst, am Ende macht er ihn schwach. Das heißt, die Umma, die sagt, dass das die authentischen Bücher, alles okay? Ich muss direkt was sagen. Das heißt, die Umma, die sagt, die authentischen Bücher nach dem Koran und der Sunna, die mussten ein paar tausend Jahre warten. Und Ibn Hajar akzeptiert den Hadith. Shafi akzeptiert diesen Hadith. Imam Malik akzeptiert diesen Hadith. Die mussten Jahrhunderte warten, tausende Jahre warten, bis die Ahbash kommen oder Al-Kawthari kommt, um zu sagen, dass dieser Hadith schwach ist. Sie fangen an mit, wir können diesen Hadith nicht leugnen. Dieser Hadith steht in diesem Buch und am Ende leugnen sie ihn doch. Erstens verdreht er ihn. Das ist aber normal die erste Ausrede. Zuerst fängt man an, die Bedeutung davon ist, er fragt hier nicht nach Mekan, sondern Mekana. Also nicht nach dem Ort. Wir haben ja schon gesagt, wir nennen das nicht Ort dort, über dem Thron, das nennen wir nicht Ort, weil es außerhalb der Schöpfung ist. Hier ist die Schöpfung, das ist außerhalb der Schöpfung. Und dort existiert kein Ort. Weil Allah, wir beschreiben Allah nicht als begrenzt. In dem Sinne, wir beschreiben, dass er getrennt, von seiner Schöpfung ist. Aber dort ist kein Ort mehr, weil dort kein Raum mehr existiert, sondern Allah existiert dort alleine. Und das, was Allah zu sich emporsteigen lässt, weil Allah macht zu allen Dingen. Fa'alun lima yurid. Kadirun ala kulli shay, er hat Macht über alle Dinge. Ja? So, jetzt. Er fängt damit an. Dann fängt er an, will den Hadith schwach machen. Tja. Und sagt, die Wahhabiten verdrehen den Hadith. Ich frage euch eine Frage. Wer verdreht den Hadith? Der sagt, der Hadith... Den nehmen wir so, wie er dort steht. Oder derjenige, der aus Wo ist Allah macht, welche Stellung hat Allah in deinem Herzen? Wer verdreht den Hadith? Bin ich im falschen Film? Dort steht Wo ist Allah? Und er sagt, das heißt aber nicht Wo ist Allah, das heißt, welche Stellung hat Allah in deinem Herzen? Wer hat den Hadith verdreht? Wer hat ihn verdreht? Sie oder die? Welche Stellung hat Allah in deinem Herzen? Wallahi, geh in die arabischen Länder und frage 1 Million Araber, wo ist deine Mutter? Da wird keiner auf die Idee kommen, dir zu antworten, Fisama, hoch im Himmel, weil sie eine hohe Stellung bei mir im Herzen hat. Oder keiner wird sagen, hier, ahabbun nasi ilayya, hier ist der liebste Mensch, den ich habe. Keiner wird das sagen, sondern wird zu dir sagen, meine Mutter, die ist bei mir zu Hause. Egal wo du bist, ob du in Jemen bist, in Saudi-Arabien bist, in Jordanien bist, in Syrien bist, in Marokko bist, in Mauretanien bist, egal wo du bist, du fragst, wo ist deine Mutter, wo ist dein Vater, wo ist der Präsident, einer Kava, einer Hua, einer Hava, einer Sayara, er wird dir immer sagen, es steht dort und dort und dort oder es ist da und da. Und keiner wird zu dir sagen, As-Sayara, Anohibu Sayarati, ich liebe mein Auto. Es ist also eine absolute Frechheit, was hier aus den Hadithen des Propheten Muhammad SAW gemacht wird. Und ein Zeichen davon, dass diese Menschen den Hadith nicht lieben. Und Wallahi, du siehst es an dem Video. In dem Video, du musst es dir anschauen, was sagt er dort? Er kriegt es nicht über die Lippen, dieses Wort zu sagen, Ein Allah, am Anfang. Er sagt, der Prophet SAW sagt, besagt dort ein Wort, was darauf hinweisen könnte, dass Allah in der oberen Richtung ist. A'udhu billah. Kannst du dir das vorstellen? Der Prophet sagt dies und er sagt, ja, der Prophet sagt dort ein Wort, was darauf hindeuten wird, dass Allah in der oberen Richtung ist. A'udhu billah. Kannst du dir das vorstellen?
A'udhu billah. Und wir sagen, Einallah. Wenn du einen Habashi fragst, Einallah, sagt er, Leysa fi dakhir al-alam, wa leysa fi kharij al-alam, wa leysa munfassilen an al-alam, wa leysa mutassilen bil-alam. Der ist nicht in der Welt, nicht außerhalb der Welt, nicht getrennt von der Welt und nicht verbunden mit der Welt. Dann fragen wir, ist das die Antwort von der Jaria gewesen? Wo der Prophet gesagt hat, Atikha fa'idha mu'mida, lass sie frei, denn sie sind die Gläubige. Nein. Die Antwort der Jaria ist, fi sama. Und das ist unsere Antwort. Und deswegen sind wir Kuffar. Ich frage, wer hält strikt an Koran und Sunna fest, Zeichen der wahren Gruppe, und wer verdreht die Woche, Zeichen 2 von der falschen Gruppe? Wer? Wer? Müsste jedem klar sein. Und noch etwas, selbst wenn das eine Frage nach Mekkaner wäre, darauf antwortet man nicht mit Fisama. Es ist eine klare Verdrehung. Und das sieht nur derjenige nicht, dem Allah sein Herz blind gemacht hat. Dass eventuell ein Hadith Nasikh und einer Mansuch ist. Dass einer abrogiert und einer ist abrogieren. Zum Beispiel, es gab eine Regel am Anfang und diese Regel wurde außer Kraft gesetzt. Dann ist ein Hadith Shath. Selbst wenn die Überlieferungskette stark ist. Shath heißt unnatürlich und das ist eine Art von einem schwachen Hadith. Aber das ist nur, wenn der eine Hadith stärker ist. So, jetzt. Normalerweise, ich habe gehofft, dass er damit versucht zu argumentieren. Er bringt dann einen Hadith aus Muwatta al-Malik und wir haben Muwatta al-Malik hier. Wir schauen gleich mal nach, was dort steht. Weil das macht besonders viel Spaß, wenn die Ahbash etwas zitieren aus Büchern und wir haben die Bücher zur Hand und können dann einfach mal nachschlagen, was wirklich da drin steht. So, hier ist es folgendermaßen. Sie kommen dann oft mit dem Argument, sagen, Imam Shafi'i hat gesagt, لا أعلم بعد كتاب الله كتابا أصحح من موطا الملك. Ich kenne nach dem Buch von Allah kein Buch, das authentischer ist als Muwatta von Imam Malik. Damit wollen sie sagen, guck mal, Muwatta ist stärker als das Buch Sahih Muslim. Und damit versuchen sie dann oft, die Leute, die kein Wissen haben, zu veräppeln. Er sagt, ja, guck mal, Imam Shafi'i hat das gesagt, also Muwatta al-Malik ist stärker. Aber Ibn Hajar al-Haytami, al-Ash'ari, den sie als großen Gelehrten schätzen, der sagt in seinem Buch, Fathul Mubin auf Seite 55, Hada qabla dhuhurihima. Dies ist, bevor diese zwei Bücher aufgetreten sind. Wa ba'da ma dhahara, kana haqqa bidhalika wa awla. Aber nachdem sie aufgetreten sind, haben diese beiden Bücher, also Bukhari und Muslim, eher das Recht darauf, die stärksten Bücher zu sein. Das heißt, wenn ein Hadith in Sahih Muslim einem Hadith im Muwatta widerspricht, dann heißt das nicht, dass jetzt der Hadith in Sahih Muslim schwach ist. So. Aber jetzt gehen wir erstmal zum Muwatta al-Malik und wir gucken mal. Es muss erwähnt werden, Imam Malik ist ein Mensch, kann Fehler machen, aber Imam Malik überliefert in seinem Buch nur Hadithe, die er als authentisch ansieht. Und da lesen wir den Hadith 1254. Dort steht, Umar al-Hakam, ich ging zum Propheten und sagte, O Gesandter Allahs, ich habe ein Sklavenmädchen, die meine Schafe hütet. Als ich zu ihr ging, habe ich gesehen, dass ein Schaf fehlte. Sie hat mir dann gesagt, dass der Wolf es gegessen hat. Ich wurde wütend. Und dann, ich bin ein Mensch, dann habe ich ihr ins Gesicht geschlagen. Muss ich einen Sklaven befreien oder sollte ich sie selber befreien? Daraufhin sagte der Prophet, wo ist Allah? Das heißt, dieser Hadith ist auch in Muwatta al-Malik. Das heißt, Imam Malik sieht diesen Hadith auch als stark an. Und er liefert nur Hadithe, die er als stark ansieht. Warum verheimlicht der Habashi, dass dieser Hadith auch im Muwatta al-Malik steht? Zeichen von Alun Bida Nummer 1. Dann geht's weiter. Sie sagte auf dem Himmel, er sagte zu ihr, wer bin ich? Sie antwortet, du bist der Gesandte Allahs. Er sagte, lass sie frei. Jetzt. Hadith 1255, das ist das 370. Kapitel in Muwatta al-Malik, das Kapitel der Sklavenbefreiung. Jetzt, 1255, jetzt hört mal zu.
Wie war die Geschichte eben? Er hat sie gesehen, ein Schaf war weg, hat sie geschlagen. Sie war ein Sklavenmädchen. Jetzt was kommt? Jetzt kommt er mit einem schwarzen Sklavenmädchen und sagt, Apostel Allah, ich muss einen muslimischen Sklaven befreien. Hier hat er gesagt, muss ich einen Sklaven befreien? Hier kommt er mit einer schwarzen Sklavenmädchen. Ja? Und hier kommt er mit was? Und hier wird übrigens der Name von demjenigen überliefert. Hier nicht. Hier kommt er mit einem schwarzen Sklavenmädchen, dort nicht. Hier sagt er, muss ich einen Sklaven befreien. Dort sagt er, ich muss einen muslimischen Sklaven befreien. Dort sagt er, muss ich einen Sklaven befreien. Ja. Dann sagt er, wenn du denkst, dass sie eine Gläubige ist, dann lasse ich sie frei. Das hat er dort nicht gesagt. So. Und dann geht's weiter. Dann sagt er, bezeugst du, dass es keinen Gott gibt, außer Teshadina illa illa illa. Das heißt, dieser Hadith ist ein anderer Hadith als der eine Hadith. Das sind zwei verschiedene Hadithe. Und was machen diese Leute? Sie versuchen, mit einem Hadith, den einen Hadith schwach zu machen. Warum? Wieder der Punkt, weil dieser Hadith, Ein Allah, nicht in ihre Akida passt. Er widerspricht der Akida der Abesh. Ganz klar. Außer bei Verdrehungen 83 Grad. Ich frage die Ahbesh, was wollen die Ahbesh sagen gegen einen Ahmadi, der sagt, Allah sagt im Koran, Khatim al-Nabiyyin, letzter Prophet, aber mit Khatim al-Nabiyyin ist nicht der letzte Prophet gemeint, sondern damit ist gemeint, der Ring an der Hand, so wie der Ring der Hand die Hand verschönert, so ist damit gemeint, der Prophet sallam verschönert das Prophetentum. Was will der Habashi gegen den sagen? Nix, kann nicht sagen. Was will der Habashi sagen gegen einen Ahmadi, der sagt, zu dem Hadith, wo der Prophet sagt, ich bin der letzte Prophet, der zu ihm sagt, ja, damit ist gemeint, der Prophet ist der letzte gesetzgebende Prophet. Was will er gegen ihn sagen? Die Verdrehung, die er betreibt, ist noch schlimmer. Er macht aus, wo ist Allah, macht er, welche Stellung hat Allah in deinem Herzen? Das heißt, der Ahmadi hat ein Wort verfälscht, der hat dann drei Worte genommen. Der Ahmadi hat gesagt, der letzte gesetzgebende Prophet, der hat nur gesetzgebende Prophet genannt. Der hat gemacht, von wo ist Allah, hat er gemacht, welche Stellung hat Allah in deinem Herzen? Was will er ihm sagen? Verdrehung. Das soll die Rechtleitung sein, subhanallah. Jetzt. Das, und übrigens, dass das zwei verschiedene Hadithen sind, das erwähnt auch wer? Ibn Hajar al-Asqalani und Imam Shafi, Buch Risala, erwähnt, dass Imam Malik sogar einen Fehler gemacht hat bei dem Hadith, ein Allah, dass er einen falschen Überlieferer gewählt hat, dass das nicht Umar ibn Hakam ist, sondern Muawiyah ibn Hakam. Das nur dazu. Und keiner hat gesagt, dieser Hadith ist schwach, sondern sie haben ihn alle akzeptiert, ohne dass einer gesagt hat, Vorsicht, nicht an diesen Hadith glauben. Imam Malik schreibt ja auch nicht, Vorsicht, diesen Hadith nicht glauben. Ich dachte eigentlich, Imam Malik hätte mehr Sorge um die Gläubigen als die Ahbash. Aber anscheinend scheint das nicht so zu sein. So. Da fragt man sich, an welchen Sunna glauben diese Menschen? Nur an das, was ihnen passt. Und das sagen sie uns. Wir sagen das, was dort steht. Dann sagen sie, was ist dann die Antwort auf? Ja, aber wenn ihr sagt, Allah ist über den Himmel, dann habt ihr in einen Ort, wenn dann, in die Mülltonne werfen. Wir sagen, Allah ist über unsere Vorstellungskraft unvorstellbar. Punkt. Ende aus. Und noch etwas, genau, habe ich auch noch vergessen, noch besser. Dieser Hadith, der zweite Hadith, ist schwach. Der Hadith hier mit dem Eteshhedina, das kommt noch dazu zu dem Betrug. Da ist ein gewisser Utba ibn Mas'ud al-Kufi drin, der von Ibn Hajar al-Asqalani als schwach in seinem Erinnerungsvermögen genannt wird. Damit ist der Hadith schwach. Ja, der ist auch noch schwach dazu. Das kommt auch noch dazu. Das heißt, mit einem schwachen Hadith, der ein anderer Hadith ist, machen sie einen starken Hadith in Sahih Muslim schwach. Das musst du dir mal vorstellen. Daran sieht man die Herangehensweise, wer hier seinen Gelüsten folgt. So, dann gehen wir jetzt mal auf die Scheinargumente ein. Dann sagt er, und der Beweis, dass Imam Muslim eine andere Akida hatte, ist, dass er im selben Buch, den Hadith überliefert, Allah, entel awwal falaysa qablaka shay, wa entel akhiru falaysa ba'daka shay.
وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. Und das soll dann der klare Beweis sein, dass Imam Muslim nicht so geglaubt hat. Was mich immer wundert bei diesem Hadith, ich habe noch nie gehört, und ihr könnt es selber überprüfen, dass irgendein Habashi die Worte Zahir und Batin übersetzt hat, ungefähre Übersetzung gemacht hat. Habe ich noch nie gehört. Warum? Weil dieses Verleisa Kabla Kashay ist ein F und Ta'lil, der Begründung. Allah, weil du der Erste bist, so gibt es keinen, der vor dir ist. Al-Awwal ist der Erste. Verleisa, das Ta'lil. Wie Allah im Koran sagt, über Iblis, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيس كَانَ مِنِ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّ. Das heißt, und als Allah zu den Engeln sagte, werft euch vor Adam nieder, warfen sich nieder, außer Iblis. كَانَ مِنِ الْجِنِّ, der gehörte zu den Jinn. Begründung. Deswegen hat er sich Allah widersetzt. Weil was mit dem Malaika? لَا يَسُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Deswegen. Suratul Tahrim, wenn ich mich richtig erinnere. So. Das ist der Punkt. Jetzt sagen wir, schön. Warum übersetze die Worte nicht? Weil wenn die Worte übersetzt werden, dann wird einem klar, dass das, was sie erzählen, gar keinen Sinn hat. Weil sie übersetzen hier Duna als was? Als unter. Das heißt, Allah weder etwas über ihm noch unter ihm. Komischerweise, Imam Nawawi in Sharh Sahih Muslim erwähnt das nicht so. Wenn das doch so ein eindeutiger Beweis ist, warum erwähnt Imam Nawawi dies nicht? Was sagt Imam Nawawi? Mit Zahir ist Al-Ghalib gemeint, sinngemäß. Der bezwingt. So ist keiner über ihm, der ihn bezwingen. Und dann sagt er, Batin ist was? Alim al-Mukhafayat. Ist der das Verborgene weiß. Ist der das Verborgene weiß. Und deswegen, Duna, geh mal zum Wörterbuch, was Duna bedeuten kann alles. Hast du einen Salafi, der gesagt hat, das bedeutet, das heißt von Tabi'in und so weiter, der damit argumentiert hat? Keiner. Das heißt, das soll als deutlicher Beweis gelten. Das heißt, Allah, und da gibt es andere Bedingungen, und ich habe hier ein Buch, Sahih Muslim, das ist von Darul Fikr in Beirut in Lubnan übersetzt worden. Ja? Das sind Aschariten, sind das. Und die übersetzen es nicht als unter. In dieser englischen Übersetzung. Erstens, wenn das doch so eindeutig wäre, warum nicht? Dann benutzen sie Al-Bayhaqi erstmal über Sifat. Und Al-Bayhaqi benutzt diese Erklärung auch nicht. Er sagt, einige haben das damit erklärt, sinngemäß. So wie ich das in Erinnerung habe. Ja? Dann, was sie aber auch verschweigen ist, dass dies ein Vers im Koran auch noch darauf hindeutet. Da könnte man doch mal nachgucken. Ja? Und hier, Al-Batin, sagt Al-Tabari, er sagt, nichts ist näher zu der Sache als er. Und dann geht es auf das Wissen zurück. Und das deutet natürlich dann im Endeffekt darauf hin, dass nichts seinem Wissen entgeht. Duna, wie viel bedeutet das? Wir sehen es auch im Koran. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا أَذَابًا دُونَ ذَلِكَ. Und diejenigen, die ungerecht sind, haben eine Strafe davor zu erwarten. Was ist mit der Strafe davor gemeint? Mit dieser Strafe ist die Strafe in der Schlacht von Badr gemeint. Die Strafe vor Yawm al-Qiyamah. Viele Bedingungen. Man mata duna dinihi fa huwa shahid. Wer wegen seiner Religion stirbt, ist Shahid. Alles, es gibt so viele Bedeutungen von. Und sie nur putzen das rein. Und er, Tabari sieht es anders. Nawawi benutzt es nicht. Bayhaqi erwähnt nur, dass es einige gesagt haben. Jetzt gucken wir doch mal, was hier steht. Tirmidhi. Ihr könnt es gucken im Tafsir von Ibn Kathir. Da steht, was Abu Isa Tirmidhi dazu überliefert. Und da sagt er am Ende über diese Verse, ja, fassara badu al ilm hadhal hadith faqalu, inna habata ala ilmi lai kudratu sultan. Und dann am Ende, wa ilmullahi wa kudratuhu wa sultanuhu fi kulli makan. Das Wissen von Allah und seine Kraft von Allah und die Sultan von Allah. Ihr könnt es sehen, Suratul Hadid, Vers 2, Tafsir im Kafir findet man überall, fi kulli makan, وَهُوَ عَلَى الْأَرْشِ كَمَ وَصَفَ فِي كِتَابِهِ. Und er ist über dem Thron. Das heißt, Tirmidhi erwähnt, dass Gelehrte das gesagt haben, und Tirmidhi, ich glaube 364 nach Hijra gestorben, ist von den sechs Kutub-Sitta, wie man sie nennt.
der die richtige Akida, der den Salafi-Gelehrten gehört. Er sagt hier, dass die erzählt haben, ohne zu sagen, Kuffer, er sagt, die Gelehrten, Ahlul Ilm, wie kann er zu Leuten, die Kuffer bringen, das sagen? Er sagt, die haben das erklärt als seine Kraft, seine Macht, seine Dings ist überall und er ist über dem Thron. Das heißt, der Tirmizi sagt dazu, zu diesem Vers, genau das Gegenteil, was diese Leute darüber sagen. Das nur dazu. Was haben wir hier noch? Ach ja. Koto habe ich auch noch. Da wird dann erzählt, der am nächsten ist. Nichts ist näher als er. Das heißt, dass nichts seinem Wissen entgeht und so weiter und so fort. Ja, also ich meine jetzt, dass da darunter kann man verstehen, dass nichts seinem Wissen entgeht. Aber diese Sache ist vollkommen Mutaschäbi. Sie sagen immer, die bösen Wahhabiten folgen den Mutaschäbi-Sachen, den zweideutigen Sachen. Sie nehmen sich eine Sache. Du hast eindeutig gesagt, die sagen, der ist im Himmel, und so weiter und so fort. Was sagen sie dazu? Dann nehmen sie einen Hadith, den sie selber nicht verstehen, wo sie selber nicht in der Lage sind oder nicht wollen, die Wörter nicht übersetzen wollen, wo sie selber auslassen, dass die meisten Gelehrten, selbst der Aschariten, diesen Hadith nicht so interpretiert haben. Ja? Und was machen sie? Sie übersetzen das so und sagen, das ist ein klarer Beweis. Das ist ein Zeichen von Alul Bida wa Dalal. Sie versuchen sich an einem Strohhalm festzuhalten. Mit den Scheinargumenten. Wir haben gerade eben dieses Scheinargument mit dem Hadith in Sahih Muslim, der authentisch ist, wo sagen, Anta al-Zahiru falaysa fauqa kashay wa Anta al-Batinu falaysa duna kashay. Der Hadith, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wir haben gezeigt, dass der bei der richtigen Betrachtung des Hadiths überhaupt nicht darauf hinweist und dass die Gelehrten da viele unterschiedliche Meinungen haben. Was ich noch vergessen habe vorzulesen, dass Ibn Kathir sagt in seinem Buch, dass es hier viele verschiedene Meinungen gibt bezüglich dieses Ayat, wo ja auch die Namen, dieselben Namen genannt wird, welche Bedeutung das hat. Das heißt, wie kann man einen Ayat nehmen, ja, oder einen Hadith nehmen, wo Namen stehen, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas sagt, übersetzt ihn falsch, übersetzt die Namen nicht, ja, und sagt dann nachher, das wäre ein eindeutiger Beweis, gegen tausende Beweise, die sagen, dass Allah über seinem Thron ist, eindeutig, die man nur mit Wortverdrehung verfälschen kann. Wo ist Allah? Das heißt nicht, wo ist Allah, das heißt, wo, welche Stellung hat Allah in deinem Herzen? Ja? Dann, wie gesagt, wir haben Ibn Kathir gezeigt, wir haben Tabari gezeigt, in Qurtubi steht auch Ähnliches drin. Wir haben gesagt, dass Imam Nawawi diesen Hadith nicht so interpretiert und dass selber die Aschariten diesen Hadith nicht so übersetzen. Aber sie wollen darauf bestehen, das ist die Bedeutung von dem Hadith. Ja? Okay, das ist natürlich eine ganz klare Sache, dass das von Alul Hawa ist, von den Leuten der Gelüste. Dann kommt das nächste Scheinargument, das wird sehr oft genannt, da sagt man, ihr benutzt die mehrdeutigen Verse des Korans. Die Mutaschäbi. Wir sagen zuerst, genau das sagen die Mu'tazila, und das haben wir heute schon erwähnt, zu euch, wenn ihr sagt, dass Allah hört und sieht. Die sagen, das ist Mutaschäbi, das ist mehrdeutig. Und Allah sagt im Koran, وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلُهُ إِلَّا اللَّهُ. Und die Erklärung davon kennt nur Allah. Also ihr kennt ihn nicht. Wir sagen dazu als allererstes, selbst eure Gelehrten sind sich uneinig, ob diese Ayats Mutaschäbi sind. Abu Mansur al-Baghdadi, der immer zitiert wird, Al-Farku Bain al-Firak, wo sie diese Lüge über Ali radiallahu anhu, die jeder Habashi kennt, wo sie die rausnimmt. Er sagt, اختلف أصحابنا في هذا فمنهم من قال إن آية الاستواء من المتشابهات. من المتشابه. Ja? Er sagt, unsere Gelehrten haben eine Meinungsverschiedenheit und es gibt einige, gibt es davon, die sagen, das gehört zu den Mutaschäbi. Aber wir sagen, wer von den Salaf hat gesagt, diese Verse sind Mutaschäbi? Nichts. Im Gegenteil, du siehst, dass die Sahaba so glauben, ja, dass der Prophet so glaubt, dass es keinen einzigen gibt, der davor gewarnt hat und gesagt hat, vorsichtig, dieser Vers ist Mutaschäbi. Wenn mir das einer bringt, von Sahaba oder vom Propheten, eine eindeutige Aussage, nicht 10, normalerweise müsste es Tausende geben Aussagen, die vor diesen Versen waren und vor diesen Hadithen waren, aber wenn du mir eine bringst, authentisch, explizit, werde ich Aschari werden, ganz einfach, schick mir doch eine E-Mail heute. Wenn da gerade Leute dabei sind. Ja? Es ist doch so einfach. Aber wenn du das nicht kannst, dann zeigt das nur ganz eindeutig, dass du keine Ahnung hast. Und jetzt sage ich, weil das ist so ein Schlagwort,
Das ist so eine Impfung. Wenn er damit kommt, sagt einfach, das gehört zu den Mutterschäbe und ihr interpretiert das Mutterschäbe. Erstens, eure Gelehrten sagen selber, sie wissen nicht. Zweitens, ihr habt es doch selber interpretiert. Das heißt, ihr benutzt den Vers selber gegen euch. Und wie habt ihr es interpretiert? Mit Istila. Wo Al-Ash'ari, Ibn Fawrak, Al-Baqilani, die Ash'ari-Gelehrten sagen, das ist falsch. Wo Abu Hanifa, von Abu Hanifa überliefert wird, was falsch ist. Und viele, viele mehr. Das benutzt ihr. Wir haben eben dieses Argumentationsschema gesehen. Wie kommt ihr darauf? Und wir sagen, sobald der Vers erklärt wird, ist er nicht mehr Mutterschäbe. Und Mujahid sagt, ihr Tafa'a. Und was sagt Mujahid? Und das ist nämlich das andere Problem. Ich frage euch jetzt mal, was heißt denn Mutterschäbe? Was heißt denn Mutterschäbe? Und was heißt Ta'wil? Was heißt das? Was heißt das? Kann er dir nicht sagen. Mehrdeutig. Ah. Ja, erklär mir doch mal, was damit gemeint ist. Und dann kommt Al-Qurtubi. Und was sagt Al-Qurtubi? Ja. Ja. Erstmal, der zeigt, dass es viele verschiedene Meinungen gibt bezüglich dieses Hadiths. Also wenn ihr sagt, damit ist mehrdeutig gemeint, dann habt ihr gerade ein Ayat genommen, der mehrdeutig ist, um uns zu widerlegen, weil wir etwas Mehrdeutiges nehmen. Ja? So, das ist das Erste. So, und dann sagt Al-Qurtubi zu diesem Hadith, dass das Beste, was darin gesagt worden ist, ich will das vorlesen, wo das ist. Genau. Ja, also erstmal zeigt er hier die verschiedenen Meinungen, die es darüber gibt, ja. Von Jabir, von Ibn Abbas und so weiter und so fort, was da alles überliefert wird. Am Ende sagt er, und ihr könnt es selber nachlesen, وَهَذَا أَحْسَنُ الْأَقْوَى فِي هَذِي الْآيَةِ. Das Beste ist, قَالَ النَّحَاسِ أَحْسَنُ مَقِيلٌ فِي الْمُحْكَمَاتِ وَمُتَشَابِهَاتِ أَنَ الْمُحْكَمَاتِ مَا كَانَ قَائِمًا بِالنَّفْسِ لَا يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ فِي إِلَى غَيْرِهِ وَالنَّحْوِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Er sagt, und die Muhkamat, also das Beste, was zwischen Muhkamat und Mutashabihat gesagt wurde, ja, ist, dass die Muhkamat das ist, wo man nicht zu einem anderen Vers zurückgehen muss, um ihn zu erklären. Ja. Wie zum Beispiel, weil er mir Lahukuf von hat. Ja. Oder inni la ghafaru liman tab. Ich vergebe dem, der vergibt. Dann sagt er, und Mutashabi ist zum Beispiel der Vers, der sagt, inna Allah yaghfiru dhunuba jamian. Allah vergibt alle Sünden. Denn hierbei muss man zurückgehen zu dem Vers, Yarju, fi ila qawli jalla wa ala, ja, il inni la ghafarun liman tab. Ich vergebe dem, der Reue zeigt. Ja? Das heißt, sonst könnte ja jemand denken, ach ja, okay, ich kann machen, was ich will, mir wird es sowieso vergeben, ob ich Reue zeige oder nicht. Sondern mit der Bedingung, dass man Reue zeigt. So, jetzt. Der Vers sagt, Allah ist über seinem Thron. Im Lichte vom Vers, der sagt, Leser mit Lichay, nichts ist ihm gleich. Genauso wie er hört, Leser mit Lichay. Welchen Maßstab habt ihr, liebe Ahbash, um zu sagen, Hören und Sehen ist Muhkam und Istiwa ist was? Mutashabi. Welchen Beweis? Dann sagen sie, Al-Aql. Okay. Welchen Beweis habt ihr, dass die Verse, die sagen, dass Allah gesehen wird am jüngsten Tag, Muhkam sind? Und dass die Verse, die sagen, Allah hat Istiwa gemacht, Mutterschäbi sind. Keine. Das ist reine Interpretation vom Kopf. Und was sagt der Prophet dazu? Man kala fi Qurani birahi, fal yatabawa maq'adahu minan nar. Wer den Koran im Lichte seiner eigenen Meinung interpretiert, der wird seinen Platz in der Hölle abgeben. Das ist das, was wir gesagt haben. Und Al-Habashi gibt dies selber zu in Dalil Qawim. Da sagt er, dass seine Ta'wilat, seine metaphorische Interpretation wahrscheinlich sind. Und es nicht erlaubt, also die so ganz zu Kat, Al-Kat, ja. Da sagen wir, wunderbar, die sind wahrscheinlich. Das heißt, vom eigenen Kopf interpretiert. Ganz einfach. Und wir haben die Aussagen der Salaf, die ganz deutlich sagen, dass Allah über seinem Thron ist. Tirmidhi und so weiter und so fort. Hatten wir eben schon erwähnt. So. So, dann, wenn wir zu anderen gehen, jetzt fragen wir, was ist Ta'wil? Erklär mir doch mal den Ayat, sagen wir. Nenn mir doch mal den ganzen Ayat, sag nicht nur Mutterschäbe, was ist mit Ta'wil gemeint? Hier erklären die Gelehrten, und jetzt frage ich dich, lieber Habashi, warum haben dir deine Schuyuch das noch nie erklärt? Warum?
Warum haben die das noch nie so erklärt, was wir heute sagen? Gehe zum Tafsir von Ibn Kathir und du wirst es sehen. Der Ta'wil hat zwei Bedeutungen, weil der Ayat an zwei Stellen gestoppt wird. Einmal, وَلَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Keiner kennt den Ta'wil außer Allah. Das hat man dir immer erzählt. Aber ihr macht komischerweise den Ta'wil und widersprecht euch selber. Und dann gibt es die Stopp. وَرَازِخُونَ فِي الْعِلْمُ. Diejenigen, die festes Wissen haben in der Religion. Aber das hat uns noch keiner, hat euch noch keiner gesagt. Dann, wer sind die Rasikhune für Ilm? Mujahid sagt, der Schüler von Ibn Abbas, und Ibn Abbas ist der Schüler von Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, er sagt, Anna min al-Rasikhine für Ilm. Ich gehöre zu denen, die festes Wissen in der Religion haben. Und was sagt Ibn Abbas, was sagt Mujahid zu diesem Vers? Istawa al-Arsh. Er sagt, irtafa'a. Er hat sich über den Thron erhoben. Was wollen wir noch mehr? In Bukhari. In Bukhari, Tafsir Baghawi, Tafsir Tabari und so weiter. Was wollen wir noch mehr? Was wollen wir danach noch mehr, wenn wir nicht auf einen Tabi'i hören, der von Ibn Abbas gehört und Ibn Abbas sagt das auch in Tafsir Baghawi. Was wollen wir danach noch mehr? Das ist Muhkam. Und dann wird erklärt, auch in Tabari Tafsir, was nicht Muhkam ist. Es gibt Sachen, die nur Allah weiß. Das heißt, die Bedeutung des Korans wissen die Rasikhine fil Ilm. Aber die Kayfiyya davon weiß nur wer? Weiß nur Allah. Dann stoppt man bei Illallah. Das ist das. Du kannst zu Tabari zurückgehen, da steht es mehr oder weniger. Du wirst es sehen, auch bei Ibn Kathir und so weiter. Und bei Koto habe ich das jetzt auch so in Erinnerung, wie gesagt. Aber das reicht uns sowieso, Tabari, Ibn Kathir. Alhamdulillah. Das ist die Bedeutung davon. Weil Allah sendet nichts herab ohne Bedeutung. Leere Worte. Sondern er sagt zu uns, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Haben Sie den Koran nicht betrachtet? Was sollst du den Koran betrachten, wenn diese Ayats keine Bedeutung haben? Aber was wir nicht wissen, ist das Wie. Jetzt sagt der Habashi, es gibt kein Wie bei Allah. Ja? Dann sagen wir, Ibn Hajar al-Asqalani scheint euch wieder zu widersprechen. Ibn Hajar al-Asqalani. Und wenn die Salaf gesagt haben, Bille Kaif, das sagen wir auch, das heißt, sie bestimmen das Wie nicht, sie wissen nicht Wie. Aber wenn wir sagen, Allah weiß alles, dann haben wir ihnen Wie gegeben. Allah weiß alles. Jetzt, was sagt Ibn Hajar al-Asqalani? Band 13, Fatul Bari. Wir haben es da. Wir können es nachschlagen. As-Salafu. Wer sind die Salaf? Nochmal neu. Die Sahaba, die Tabi'in, die Tabi'in, die ersten drei Generationen. Lam yakhudu fi sifatillahi li'ilmihim annahu ba'thun an kayfiyatin. Ja, die haben, sind nicht tief hineingegangen in diese Eigenschaften von Allah. Warum? Weil sie wussten, dass es eine Suche, eine Erörterung der Kaifia, des Wies ist. مَا لَمْ تُعْلَمْ كَيْفِيَتُ بِالْأَقْلِ لِكُونِ الْأُقُولِ لَا حَدٌ تَعْقِفُ عِنْدَهُ. Warum? Und die Kaifia kann nicht durch den Verstand bestimmt werden, weil der Stand seine Grenzen hat, an denen ihr stehen bleibt. Das sagt Ibn Hajar al-Asqalani. Und was sagt Imam Malik? Imam Malik sagt, und das erwähnt Qurtubi, das erwähnt Al-Ghazali, diesen Hadith auf diese Art und Weise, wo ihr sagt, das ist falsch, A'udhu Billah, also Qurtubi erwähnt es, Ghazali erwähnt es, ja, viele andere große Gelehrte erwähnen es, dass Imam Malik gesagt hat, Al-Istiwa'u Ma'lum, der Istiwa ist Ma'lum. Qurtubi sagt dazu, Filura, ja, weil er ist Mu'lum, Filura, weil Mujahid und Ibn Abbas und Abul Aliya und andere diese sprachliche Bedeutung schon erklärt haben. Klar und deutlich. Jetzt, was sagt er? So, sie haben diese Sache schon erklärt, ja? Das heißt, er sagt, al-istiwa ist ma'lum in der Sprache. Und wir haben es in der Sprache, heißt es sich erheben, was ihr sagt, ist Kuffer. Wo die Ahbash sagen, dieses Kuffer. A'udhu billah. Jetzt, warum? Weil sie wieder sagen, wenn Allah sich erhoben hat, dann. Was haben wir über wenn dann gesagt? Laysa kamithli shay, da Allah nicht zu niemandem gleicht, ist jedes wenn dann abgewiesen. So, jetzt. Sagt Imam Malik, wal kaif majhul. Und das Wie ist unbekannt. Qurtubi überliefert es, Al-Ghazali überliefert es, Ihya ul-Ubadin. Ihr sagt, A'udhu billah kaif majhul. Das heißt was anderes. So, erstmal sagen wir, wenn das so wäre, wie ihr denkt, dann hätte Imam Malik gesagt, dann ist die Wa majhul, wal kaif majhul. Weil es wird erwähnt, dass die Salaf, im Gegensatz zu den Leuten oft, was den ganz einfachen Menschen oft erklärt wird, es wird ihnen erklärt, die hatten genau die Akida wie die Aschariten. Aber wenn man dann etwas weiter bohrt, dann wird erzählt, nein, die haben Tafwid gemacht.
Die haben einfach die Wörter bestätigt, ohne Bedeutung. Nein. Wenn das so wäre, hätte Imam Malik nicht gesagt, Istiwa ma'lum. Dann hätte er gesagt, also Istiwa ist bekannt. Dann hätte er gesagt, der Istiwa ist majhul, unbekannt. Wal kayf majhul, wal imanu bihi wajib. So, was sagt jetzt Abdullah al-Habashi? Er sagt und geht auf Alala Ka'i zurück, einem Gelehrten aus dem, der Anfang des 4. Jahrhunderts, also 408 oder so, oder 418 gestorben ist, der ein Buch hat, Shar-Aitikadi al-Sunna. Und dort sagt er, ist ein Hadith, der sagt, Al-Istiwa Mathkur. Der Istiwa ist erwähnt. Erwähnt. Das weiß jeder, dass der erwähnt ist. So, ich sage nur eins. Ich habe diesen Hadith, soll man mir in Layla Ka'i zeigen. Der erste Widerspruch ist, dass Layla Ka'i ganz klar Aussagen von Salaf bringt, dass Allah über seinen Thron ist. Ja? Und da haben wir auch noch hier 56 Aussagen, Imam Abu Hanifa, Ibn al-Mubarak und so weiter und so fort. Authentische Aussagen. Ich habe extra alles, was schwach ist, versucht auszusortieren. So. Jetzt, in diesem Buch von Layla Ka'i, was er erwähnt, widersprüchlicherweise bestätigt Layla Ka'i, ein großer Gelehrter in Akida, dass Allah über dem Thron ist. Und komischerweise kann keiner die Überlieferung finden, wo Imam Malik gesagt hat, El Istiwa Mathkur. Deswegen sage ich zu jedem Habashi, wenn er mir diese Aussage bringt von Imam Malik aus, vielleicht habe ich es übersehen, vielleicht haben wir es übersehen, dann kriegt er von mir 100 Euro. Er soll mir zeigen, wo steht El Istiwa Mathkur in Shar Etikad al-Sunna von Alala Ka'i. Soll er mir zeigen. Das dazu. So. Dann gibt er noch andere Beispiele, zum Beispiel, wo Mutashabi benutzt wird von den Leuten, weil es gibt ja, jetzt fragen wir vielleicht, was ist denn mit dem Hadith auf sich? Der Hadith sagt, فَإِذَا أَرَعَيْتُمُ الَّذِينَ تَبِعُونَ مَا تَشَابَ مِنُوا فَأَلَيْكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَهْذَرُوا. Wenn ihr diejenigen seht, die das Zweideutige nehmen, so sind diejenigen, die Allah genannt hat, so hütet euch vor ihnen. Ja? Dann sagen wir, was ist jetzt damit gemeint? Wir gehen zurück zu dem, was Qurtubi gesagt hat. Er sagt, es gibt Sachen, die brauchen einen anderen, die stehen nicht von sich selber, die brauchen eine andere Sache, um es zu erklären. Zum Beispiel, jemand bringt die Ayat aus Surah Nahl 16, wo Allah sinngemäß sagt, und aus den Rebstöcken machen sie sich Wein zu trinken, sinngemäß, ja? Manche etwas zu trinken, Alkoholisches. Und dann sagt er, siehst du, hier steht doch, Alkohol ist erlaubt. Da steht aber nicht, Alkohol ist erlaubt, sondern da steht, dass sie sich daraus Wein machen. Es könnte sein, dass es erlaubt ist, es könnte sein, dass es verboten ist. Aber der andere Vers ist Muhkam, der sagt, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum lil amali shaitan. Also, dass der Alkohol und das Glücksspiel und die Opferstein, Losfeile, alles was sind? Unreinheit von den Taten des Satans. Das eine ist eine ganz klare Sache, das andere ist offen. Oder die Christen sagen zu dem Vers in Sutul, zu dem Vers, wo Allah sagt, Ya ahli kitab, la taglu fi dinikum. O ihr Leute der Schrift, übertreibt nicht in eurer Religion. Innamal Messi ibn Maryam. Oder innamal Isa Messi. Also auf jeden Fall, ich habe den Vers jetzt etwas vergessen, auf jeden Fall, dann sagt er nach, Rasulullah, das entweder Isa ibn Maryam oder innamal Messi Isa ibn Maryam oder innamal Isa ibn Maryam. Ich weiß es jetzt nicht. Auf jeden Fall sagt er danach, Rasulullah, وَكَلِمَتَهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ. Er ist der Gesandte Allahs und ein Wort von Allah und ein Geist von Allah. Aber was ist hiermit gemeint? Ein geschaffener Geist von Allah. Sie nehmen sich das, und das ist zweideutig, und sagen, guck, das ist der Beweis im Koran, dass Isa Allah ist. Aber sie verlassen den Vers, der nicht interpretierbar ist, wo Allah sagt, وَلَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. Das sind mehrdeutige Verse. Und diese Sache hat gar nichts mit mehrdeutig zu tun, und vor allen Dingen, weil die Salaf dies bestätigt haben. Und wenn es etwas mehrdeutiges gibt, dann erklären sie dies. Jetzt. Oder es gibt eine eindeutige Erklärung im Koran. Jetzt. Habt ihr das alles kapiert jetzt? Die Mutter Sherbe und so. Ja? Ist deutlich gewesen, ja? Alhamdulillah. Nächstes Scheinargument. Wieder mit Ali. Ja, Allah hat existiert ohne Ort und er ist heute so, wie er ist. Ist eine Lüge. Aber wir sagen auch, er existiert ohne Ort. Weil wir sagen nicht, dass das über dem Thron existieren einem Ort gleichkommt,
Laysa kamithli shay. So. Dann der Hadith, dass der Prophet sallallahu den Thron idharan li kudratihi wa la makanan li dhatihi, auch eine Lüge. Genau dasselbe. Das ist wieder zweimal Zeichen von Alul Bidda und dann mit dem Mutashabi Zeichen von Alul Bidda, also Scheinargument 3, Zeichen von Alul Bidda Nummer 1, Scheinargument 4, Zeichen von Alul Bidda Nummer 1 und das mit dem Mutashabi ist Scheinargument Nummer auch Nummer 1, weil es eine Täuschung ist. Dann Nummer 5. Kana Allahu wa lam yakun shay'un ghayru. Erstens, das ist eine authentische Aussage, aber die auch gar kein Beweis für ihre Aussage ist, weil wir sagen auch, Allah hat existiert, ohne dass etwas vor ihm existiert. Aber der Witz an der Sache ist noch, dass der Kontext des Hadithes sagt, dass der Arsch schon da gewesen ist. Aber natürlich hat Allah auch vor dem Arsch existiert. Aber in dem Kontext von diesem Hadith, was wieder zeigt, dass sie sich an einem Strohhalm festhalten. So. Ja, dann wird gesagt, ja, was ist mit Veränderung? Wenn ihr sagt, Allah ist dort, dann hat er sich doch verändert. Wir sagen doch, Allah war früher alleine oder ohne Schöpfung. Hat er sich jetzt verändert, wo er die Schöpfung erschaffen hat? Wo ist das Argument? Dann fragen wir, wo ist er bei euch? Allah, wo ist er bei euch? Nicht in der Welt, nicht außerhalb der Welt, nicht getrennt von der Welt, nicht verbunden mit der Welt. Was ist das? Das ist Tashbih, ist das. Tashbih mit einem Nichts. Was ist besser? Tashbih mit etwas Lebendigem? Verähnlichung mit einem etwas Lebendigem oder Verähnlichung mit einem Nichts, was nicht existiert? Deswegen kann man sagen, Gott ist nirgendwo, laut dieser Interpretation. Man soll mir eine Aussage vom Propheten bringen, wo der Prophet sagt, Gott ist nicht in der Welt, Gott ist nicht außerhalb der Welt, nicht getrennt von der Welt, nicht verbunden mit der Welt. Soll man mir mal bringen. Mussten wir 400 oder 500 oder 1000 Jahre warten, bis irgendjemand kam und von der griechischen Philosophie beeinflusst dieses Zeug erzählt hat? Dann nächstes Argument. Zain ibn Abidin sagt, hörst du mich noch gut? Zain ibn Abidin sagt, Anta Allahu alladhi la tahwika makan, oder auf diese Art und Weise. Also du bist Allah, den kein Ort umfasst. Was sagen wir hierzu? Wir sagen, stimmt. Haben wir gesagt, Allah wird von einem Ort umfasst? Quatsch. Aber ist auch eine Lüge noch dazu. Zeichen Alul Bidda Nummer 1 und Zeichen Nummer 3, wenn ihr wollt. Dann Jafar Sadiq, wärst du auf etwas, wärst du unter etwas, wieder eine Lüge aus schiitischen Büchern. Dann das Scheinargument, dass es manchmal Stellen gibt im Koran, wo zum Beispiel gesagt wird, wo zum Beispiel eine Interpretation möglich ist. Und wo vielleicht eine Interpretation von den Salaf genannt wird. Wie zum Beispiel Yet mit Kudra, in manchen Stellen. Ja? Nur das widerlegt nicht die Eigenschaft. Weil wenn ich zum Beispiel sage, der König hat die Macht in seiner Hand, ja, und ich meine damit die Macht, also er hat die Macht oder hat das Land in seiner Hand und ich meine damit seine Macht, dann widerlegt das nicht die Tatsache, dass der König auch eine Hand hat. Ja, so. Und wir haben schon gehört, was Tabari gesagt hat, in Surat al-Ma'idah, über den Vers mit den Juden, dass Tabari ganz klar sagt, dass Allah Hände hat, aber nicht als Körperteil wie die Körperteile der Menschen. Aber das nicht gesagt hat, dass es Niyama und so weiter, Gaben und so weiter. So, dann. Was haben wir noch? Ach ja, Akida Tahawiyah wird benutzt, wo Imam Tahawi, der im Jahr 321 Entschuldigung, gestorben ist, ja, wo er sagt, ja, La Tahwihi al-Jihad us-Sitta. Also, die sechs Richtungen umfassen ihn nicht. Die sechs Richtungen umfassen ihn nicht. Wir sagen wieder richtig, die sechs Richtungen umfassen die dich. Und hier wollte ich mal die Ahbash fragen, wusstet ihr eigentlich schon, dass auf unseren Universitäten die angeblichen Wahhabiten diese Akida gelehrt wird? Hier. Ich habe die Akida Tahawiyah von Sheikh Albani. Und er sagt ganz klar, weil das ist unsere Akida. Hier, ihr Ahbash, die uns zu Kufa erklärt, wusstet ihr, dass wir diese Akida haben? Dann, hier. Sheikh Albani sagt es ganz deutlich. Dann hier. Habe ich ein Buch, Shar Akida Tahawiyah, das hier. Und das wurde gemacht von Adu Hayatul Tadris Bikuliyatul Usul Din, Qism Akida wa Madhab al Muasira, Jamatul Imam Muhammad ibn Saud al Islamiyah, Riyad. Das heißt, diese Akida wird bei uns studiert. Diese Akida wird bei uns studiert von Imam Tahawi.
Ja? Und jetzt frage ich dich als Habashi, ihr argumentiert mit Aqidat Tahawiyya. Habt ihr sie schon mal durchgelesen? Das ist die Frage, die ich euch stelle. Habt ihr sie schon mal durchgelesen? Die meisten nicht. Weil wenn ihr die durchlesen würdet, dann würdet ihr sehen, dass diese Aqida euch vollkommen widerspricht. Ja? Vollkommen. Hier, erstens, euer Gelehrter sagt, dass der Ta'wil wajib ist. In seinen Aqida-Büchern. Al-Habashi. Was sagt er hier? Hier, Aqida Tahawiyya. Er sagt, Ta'hu Ta'wil wa luzumu tasrim wa alayhi dinul mursalin. Das Unterlassen der metaphorischen Bedeutung und das Annehmen, darauf liegt die Religion der Gesandten. Das sagt der erste Punkt. Punkt 1. Dann Punkt 2. Was sagt ihr? Allah la yardab. Zornig. Allah la yarda. Ist nicht zufrieden mit einer bestimmten Tat. Das bedeutet dies, das bedeutet dieses. Das eine bedeutet iradatul iqab, das eine bedeutet iradatul in'am. Das Wollen des Guten oder das Wollen der Belohnung und das andere bedeutet das Wollen der Bestrafung. Wir haben gesagt, zu jet sagt ihr Kudra, ihr sagt, und euer Abdurrahman hat gesagt, ja, wenn man sagt jet, Allah ist, hat eine Hand oder Körper, ich meine Körper haben wir sowieso nicht gesagt, wir beschreiben Allah nicht als Körper. Ja. Allah hat selber von sich nicht gesagt, er sei Körper, sagen wir auch nicht Körper. So, ganz klarer Fall. Jetzt, er sagt, da hat er gesagt, wenn ich zu dir sage, du bist ein Esel, ja, wenn ich zu dir sage, du bist ein Esel, aber du bist nicht ein Esel wie die anderen Esel, was ist dann? Erstens, das ist eine reine Beleidigung, zu sagen, du bist ein Esel. Das heißt, dieser Vergleich ist schon vollkommener Schwachsinn. Und zweitens, Imam Tahawi sagt, wa inna Allah ta'ala yaghdab wa yarda la ka'adin bil wara. Das heißt, Allah ist zornig und ist zufrieden, nicht wie einer von den lebenden Wesen. Menschen und so weiter. Wara. Das heißt, deswegen gebe ich euren Schuyuch oder dem Abdurrahman den Tipp, dass er, wenn er es kann, Imam Tahawi am jüngsten Tag sagt, hör mal, mein Freund, wenn ich zu dir sage Esel, aber du bist nicht wie ein anderer Esel, ja, das kannst du zu ihm sagen. Er sagt genau dies und dies widerspricht 595% eurer Akida. Und das ist genau das Schema, das wir beschreiben. Wir sagen, Allah liebt, Allah yardab, Allah, das ist unsere Akida, nicht eure Akida. Eure Akida ist die Begriffe verdrehen. Dort steht Yardab, nee, das heißt nicht Yardab, das heißt dies. Er sagt doch, das heißt dies, aber nicht wie ein Mensch, das heißt Negierung von Tashbih. Ganz klarer Fall. Dann, in dem Buch Sarihul Bayan, werden die Sahaba beschimpft, teilweise einige Sahaba, nicht alle natürlich, ja. Das liegt vielleicht daran, weil man sich den Schiiten etwas nähern will und sie für sich gewinnen will. Es könnte durchaus sein. Was sagt er dazu? Tahawi sagt: "Wa nuhibbu ashab an-nabi wa la nufarriq fi hubbi ahadin minhum wa la tatabarahu min ahadin minhum wa nubghidu man yubghiduhum wa bighayri haqqi wa bighayri haqqi la nadhkuruhum." Ja. "Wa nara hubbahum dienen wa imanen wa ihsanen wa bughdum kufran wa shaqaqan wa nifaqan wa tughyanan." Das heißt, er sagt, und wir lieben die Gesandten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ja. Und wir sagen uns von keinem von ihnen los. Und wir hassen diejenigen, die sie hassen. Wir sagen uns von keinem los. Ganz klar, in Sarihul Bayan sagt ihr euch los von einigen Sahabern, die mit Muawiyah gekämpft haben gegen Ali. Wir sagen, Ali war im Recht. Aber wir sagen, die anderen haben eine Ausruhung, wir lieben beide. Und es war ein menschlicher Fehler aus Ijtihad. Das ist die Position von Al-Sunnah. Kannst du lesen bei Tahawi, Ashar Tahawiyya. Kannst du lesen bei Ibn Abi Zayd al-Kairawani. Alles, was mit Akida, Al-Sunnah wal-Jama'ah zu tun hat. Usul Ashar, Ashar, Usul Al-Sunnah und so weiter. Von Imam Ahmad ibn Hanbal. Dann sagt er weiter, und die nicht richtig erwähnen. Und wir sehen, dass die Liebe zu ihnen Religion ist und Iman und Güte und dass sie zu hassen Kuffer und Heuchelei und Übertretung ist. Das sagt er dazu. Deswegen, Imam Tahawi sagt zu euch, lieber Ahbash, dass wenn man diese Sahaba nicht liebt und sie hasst,
so wie das in einem Buch überliefert ist, dass das Kuffer und Nifak und Übertretung ist. Das nur dazu. Was gibt's noch? Was haben wir noch hier? Noch viele andere Sachen, ja. Ach ja, genau, habe ich ganz vergessen. Ja, das habt ihr wahrscheinlich auch übersehen. Gut, dass ich nicht übersehen habe. Wal arshu wal kursi wa haqqun wa huwa mustaghnin an al arsh wa ma dunahu muhitun bi kulli shay wa fawqahu. Das heißt, und der Arsch und der Kursi sind Wahrheit. Und er braucht den Arsch nicht, den Thron nicht, und was darunter ist, braucht er nicht. Und er umfasst alles und ist darüber. Er ist darüber, er ist überall. Fokahu, über dem Thron. Ja, das dazu. Das heißt, Akida Tahawiyah scheint wohl eher ein klarer Beweis gegen die Ahbash zu sein. Dann weiter im Text. So, Scheinargument, Scheinargument Nummer 10. Ja, es gibt so viele Aschariten und so viele Gelehrte. Erstmal, der Prophet hat nicht gesagt, folgt der Vielzahl. Er hat gesagt, folgt den Salaf. Und unter den Salaf gibt es keinen einzigen, laut eurer Aussage selbst, der die Asa'at von Ta'wil gemacht hat, wie ihr heute. Und wir haben schon gesehen, dass Al-Qurtubi in seinem Tafsir sagt, Sure 7, Vers 59, قد كان السلف الأول لا يقولون بذلك ولا ينطقون بالنفي الجية بل نطقهم والكافة بإثباتها لله تعالى ولم ينكر أحد من السلف الصالح أن الله استوى على العرش حقيقة. Obwohl er selber Aschari ist, gibt er es zu. Genau wie Jibali, Ahmed und so weiter. Dann, nächster Fall. Ach ja, die Vielzahl der Aschariten, da wird dann oft behauptet, 95% der Muslime sind Aschariten. 95%. Okay. Dann geh mal nach Marokko und frag mal jemanden, wo ist Allah? Da sagen die erstmal 50% für Kuli Mekan. Das ist schon mal gegen die ascharitische Glaubenslehre. Ja? Dann der Rest sagt dir, ich habe noch nie jemanden gehört, der dort sagt, Laysa fi dakhil al-alam, wa laysa fi kharij al-alam, wa laysa munfassilan anil-alam, wa laysa mutassilan bil-alam. Sagt dir kein Mensch. Oder laut Habashis bist du nur ein richtiger Gläuber, wenn du die 13 Eigenschaften von Allah kennst. Ja, dann haben wir aber nur noch wenige Muslime auf der Welt. Geh doch mal raus, bei dir aufs Dorf hier. Du kommst aus Albanien, geh doch mal raus und sag mal, nenn mir mal die 13 Eigenschaften von Allah. Du kommst aus Palästina, frag doch einfach mal. Nenn mir mal die 13 Eigenschaften von Allah. Wenn du sie nicht kennst, bist du Käfer. Wenn du sie nicht mit Beweis kennst, bist du Fasik. Nenn mir sie doch mal. Wer kennt die? Das heißt, wir haben uns kaum noch Muslime auf der Welt, subhanallah. Wer ist denn Aschari? Aschari ist derjenige, der irgendwo studiert hat. Die anderen werden dem Aschari-Mathab zugewandt. Man sagt ja, die Leute in Marokko sind Aschariten. Wer ist denn der Aschari? Die werden diesem Aschari-Mathab zugewandt. Was hat er mit Aschari-Mathab zu tun? Subhanallah, ich war jetzt in Marokko gewesen. Der eine Imam erzählt davon, dass Allah zu ihm runterkommt. Der andere Imam erzählt davon, dass Allah über seinem Thron. Was? Aschari, wo Aschari? Imam von der Moschee, der vielleicht sogar noch studiert hat. Und einer, ein Schüler, ein Kamerad von mir in Mekka, der hat vorher in der Azhar studiert. Und wir wissen, Azhar ist daran schuld, dass der Aschari-Madhab verbreitet wurde. Ganz klar. Und er sagt, es kommt zu ihm ein Lehrer in die Klasse, Akida, und bringt ihnen die Akida Aschariya bei. Und dann sagt er danach zu ihnen, und Schüler, und Uqsimubillahi, das hat dieser Bruder mir gesagt, sagt, diese Sache hier, das ist nur für die Klausur, Imtihan. Wer die richtige Akida haben will, der soll Shar Akida Wasatiyah von Sheikh Uthaymin lesen. Das sagt der Gelehrte in der Azhar-Universität, aber er ist dazu gezwungen, diese Akida zu vertreten. Ganz einfacher Fall. Was gibt es sonst noch für Probleme? Fällt mir jetzt auch nichts mehr ein. Wir machen nochmal 20 Minuten Pause. Sag mir noch. Ja, wir müssen noch weitermachen, oder? Ja, aber hören die mich jetzt? Das ist doch ihr Chor. Ach, das ist zeitversetzt. Okay, alles klar. Okay, Bismillahirrahmanirrahim, es geht weiter. Ich denke mal, ich weiß nicht, was denkst du, wie viele Beweise wir jetzt, klare Beweise wir jetzt gebracht haben? Wie viele? 200. Ja, ich glaube ungefähr. Wie gesagt, Leute, wer die Wahrheit will, geh einfach zum Tafsir Qurtubi 7,59, schau es dir an, er gibt es zu. Schau dir das Buch von Jibali Ahmed an, er gibt es zu.
Schau dir das Buch von Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin, an. Das sind Bücher, die wir einfach gar nicht fälschen können. Schau dir Ibn Kathir an über den Hadith, über Surah Hadith, wo er ganz klar sagt, wo Tirmidhi sagt, dass Allah über seinem Thron ist. Das sind Sachen, die können wir nicht verfälschen. Ja, die sind überall auf der Welt, weil euch wird immer erzählt, wir verfälschen Bücher, dabei verfälschen diese Leute Bücher. Wir haben heute viele Beispiele gezeigt von den Lügen, die da verbreitet werden. Ja? Schaut euch an, geht zum Tafsir von Tabari, schaut euch an, Suratul Ma'idah, ihr werdet es genau sehen. Boom. Das sind die Salaf. Das sind die Leute, die zugeben, was die Salaf geglaubt haben. Schaut euch den Koran an, lest einfach mal den Koran durch. Ich weiß, dass bei den Ahbash so ist, dass den Anhängern gesagt wird, sie sollen den Koran besser nicht alleine lesen. Weil es könnte sein, dass sie dann an diese hier, die Grundlage, die Basis, das eine der Basis des Kufers glauben, wie dieser Sheikh gesagt hat hier, ja. Das könnte ja passieren. Subhanallah, ja. Wie kann man es nur sagen, sagt er, ja. Hier. So. Und der Hadithe, welche mehr deutlich sind, weil dies eine Basis des Unglaubens ist. Eine Basis des Unglaubens. Das heißt, die Hadithe, die wortdeutsche Bedeutung der Hadithe, ist die Basis des Unglaubens. Ja, das ist das Problem hier. Ja, da muss man mal jemandem erzählen. Erzähl es einem Christen, der nimmt den Islam auf gar keinen Fall an. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dem erzählst, unsere Religion ist die richtige Religion, aber hüte dich vor dem Koran und der Sunna, denn das ist die Basis des Unglaubens. Eine Basis des Unglaubens, die äußere Bedeutung der Worte. So, so. Da haben wir erstmal Abu Hanifa und ich werde es nur kurz vorlesen. Ich habe hier 54 Aussagen vom Jahre 150 nach bis 478 hier. Erstens Abu Hanifa, Samirtul Qadi, Al-Imam, Tajuddin, Abdul Khalik und so weiter und so fort. Samirtul Imam, Abu Muhammad, Abdullah, Ibn Ahmed, Al-Maqdisi, Muallif, Al-Muqni, Rahimullah, Tharahu, Ja'al al-Jannata Mathwahu, Yakul, بلغني عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال من أنكر أن الله عز وجل في السماء فقد كفر. Wer leugnet, dass Allah über dem Himmel ist, ist ungläubig. Abu Hanifa, 150 gestorben. Al-Auza'i, Abu Amir, Abd al-Rahman und so weiter. Al-Auza'i. Und dies wird übrigens auch überliefert in Fath al-Bari von Imam al-Asqalani, der Ash'ari in vielen Beziehungen ist, nicht in allen Sachen. Ja. Hier sagt er, Kunna wa tabi'un mutawafirun naqul inna Allah azza wa jalla fawka arshihi. Ja. Das heißt, er sagt, wir und die Tabi'un haben alle bestätigt, sinngemäß, dass Allah über seinem Thron ist. Dies ist ein Naql von al-Auza'i, 157, der ungefähr dieselbe Stufe hat wie Abu Hanifa, aber sein Madhab ist ausgestorben. Das ist die Bedeutung von Ijma von den Tabi'in. Kunna, er gehört zu den Tabi'in. Kunna wa Tabi'un mutawafirun naqul. Das ist im Prinzip der Ijma von den Tabi'in und den Tabi'in. Was willst du danach noch erzählen? Fauka Arshi. Aber was machen sie hier? Ja, Fauka Arsh heißt dir dies und das. Ja, was will man da machen? Das ist alles, womit du kommst, was den Gelüsten widerspricht, wird gesagt, nee, das können wir so nicht verstehen. Warum? Ja, weil wenn wir sagen, Allah ist über Thron, dann, wenn, dann. Hallo, Allah ist nicht zu niemandem ähnlich. Wenn Allah hört, dann. Okay. Muqatil ibn Hayyan, Alim Khurasan, ist gestorben vor dem Jahr 150. Der Alim von Khurasan. Was sagt er? Er sagt, über den Vers, ja, er wird gefragt über den Vers. مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَ ثَلَاثَةِ إِلَّا هُوَ رَابِهُمْ. Ja, es gibt keine geheime Unterredung von Dreien, außer, das ist Suratul Mujadala, glaube ich auch, ja. Es gibt keine geheime Unterredung von Dreien, außer wo der Vierte ist. Dann sagt er dazu, Muqatil ibn Hayyan, von den großen Gelehrten zur damaligen Zeit, von den Tabi'in, sagt, هُوَ عَلَى الْأَرْشِ وَعِلْمُهُ مَهُمْ. Er ist über dem Thron, aber das Wissen ist mit denen in dieser Gruppe. Ja? Da sagt er noch etwas anderes dazu, aber eine Aussage reicht ja. Muqatil ibn Hayyan, Abu Hanifa, Al-Auza'i, weiter. Al-Malik, Imam Daul Hijra, gestorben im Jahr 179. Im Buch von Abdullah ibn Ahmed ibn Hanbal, As-Sunnah, was die Ahbash natürlich wieder verleugnen, das Buch, ist ja klar. Ja? In diesem Buch sagt er, Imam Malik,
Allahu fi sama wa ilmuhu fi kulli makan la yakhlu min minhu shay. Er sagt, Allah ist über dem Himmel und sein Wissen ist überall, nichts entgeht seinem Wissen. Salam ibn Abi Mut'i min a'immat al-Basra. Salam, der von den A'imma von Basra ist, 174 gestorben. Was sagt er? Er sagt auch ganz genau, dass Allah al-Arsh ist. Ja? Istawa al-Arshi wa samat mutawayat sari dru 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 dru. Und wenn irgendjemand Probleme hatte, kann zu uns kommen. Wir geben in die Quelle mit Isnad, mit allem drum und dran. 167, Hamad ibn Salama, Imam Alul Basra, wieder von Basra. Was sagt er? Wieder, dass Allah subhanahu wa ta'ala über seinem Kron ist. Ja? Dann. Shariq al-Qadi, einer von großen Immer im Jahre 177, 178 gestorben. Wieder jemand, der bestätigt, dass Allah über seinem Thron ist. Ja? Ganz klarer Fall. Dann weiter. Abdullah ibn al-Mubarak, den jeder kennt, im Jahr 181 gestorben. Ja, hier sagt, An Ali ibn al-Hassan ibn Shaqiq call, Kultu li Abdullah ibn al-Mubarak. Ich habe zu Abdullah ibn al-Mubarak gesagt, Kayfa narifu Rabbana azza wa jal. Wie kennen wir unseren Herrn? Abdullah ibn al-Mubarak sagt, Fi sama'i sabi'ati ala arshi. Er ist im siebten Himmel auf seinem Thron. Wala ولا نقول كيف كما تقول الجهمية und wir sagen nicht wie die Jahmiya إنه ها هنا er ist hier auf der Erde في الأرض so. Und dies wurde Ahmed ibn Hanbal überliefert und Ahmed ibn Hanbal sagte هكذا هو عندنا so ist es bei uns Ibn al-Mubarak, al-Zay, Malik, Muqatil und so. Was willst du noch mehr? Ja, Bashar ibn Amr al-Zahrani, al-Hafith, im Jahre 207 gestorben. Samirtus Ishaq ibn Rawahi, ja, anba'ana Bashar ibn Amr, call Samirtu ghayru wahidin min al-Mufassirin yakulun. Ich habe mehr als einen von Mufassirin gehört, al-Rahman al-Arsh istawa. Al-Arsh irtafa, er hat sich über den Thron erhoben. Hier der große Gelehrte Al-Hafith, ja, Bishr ibn Amr. Er sagt auch, ich habe mehr als einen von Mufassirun gehört, Ar-Rahman Ar-Arsh istawa, bedeutet, er hat sich erhoben. Was sagen die Ahbash dazu? Das ist Kuffer. Da fragen wir uns, wer den Salaf folgt und wer den Salaf nicht folgt. Sufyan ibn Uyayna bestätigt auch, im Jahr 198 gestorben, nach der Hijra. Was sagt er? Er bestätigt auch, dass Allah über dem Thron ist. Dann, Yazid ibn Harun, Sheikh al-Islam wird er genannt, im Jahre 206. Samirtu Yazid ibn Harun, Kila lahu, min al-Jahmiya, kala, man za'ama anna Rahman al-Arsh istawa, ala khilafi ma yukiru fi kulub al-Ama, fa huwa Jahmi. Der sagt, wer etwas anderes über diesen Vers sagt, dass Allah über den Thron erhoben ist, über das, was der die Herzen der normalen Menschen verstehen. Wir haben eben von Narasi gehört, dass er sagt, das ist das, was die normalen Menschen sich vorstellen. Ja? Dann ist er ein Jahmi. Das heißt, und die Jahmiya wurden als Kuffar erklärt. Sa'id ibn Amr, was sagt er? Der auch wieder ein Alim von Basra, 208. Ja? Über die Jahmiya, huwa sharru qawlan min Yahud wa Nasara, die sind schlimmer als die Juden und die Christen. اجتمع اليهود والنصارى وآل الأديان مع المسلمين على أن الله عز وجل على الأرش. Er sagt, die sind schlimmer als die Juden und die Christen, die Jahmiya, die leugnen, dass Allah über den Thron ist. Denn die Juden und die Christen, die haben mit den Leuten von allen Religionen sich übereingefunden, dass Allah über seinem Thron ist. So. Ja, was willst du dazu sagen? Ne? Dann weiter. Abdurrahman ibn Mahdi al-Imam, 198, ja, der zu den großen Gelehrten gehört, was sagt er? Er sagt, ja, der sagt, also wer leugnet, dass Allah über den Thron ist oder dass Allah mit Musa gesprochen hat, ja, der muss zur Toba gebracht werden. Und wenn er nicht Toba macht, sagt er, Abdurrahman ibn Mahdi, Imam, sei 198 gestorben. Das ist genau das, was Qurtubi erwähnt in seinem Tafsir, die Salaf haben es alle bestätigt hier. Dann Abdullah ibn Abi Jafar Razi, ja, was sagt er? Er sagt, Ar-Rahman al-Arsh istawa,
ba'in min khalti. Das heißt, er ist getrennt von seiner Welt, von seinem Lebewesen. Und nicht getrennt und nicht verbunden und so weiter, nicht innerhalb der Welt, nicht außerhalb der Welt, wie diese Leute behaupten. Dann, al-Shafi'i. Tabakat al-Hanabila, da dort gesagt, dass Imam al-Shafi'i im Jahre 204 gestorben, sagt, al-Sunnatu alati anna alayha wa ra'aytu ashab al-Hadith mithlu Sufyan wa Malik alayha al-Ikraru bi shahadati illa ila ila Allah wa anna Muhammadur Rasulullah wa anna Allah fi samai ala arshihi. Und also die Bestätigung von La ilaha illallah und Muhammadur Rasulullah und dass Allah subhanahu wa ta'ala sind Tabakat al-Hanabila und dass Allah im Himmel ist auf seinem Thron. Imam Shafi'i. Ja, dann haben wir noch andere Aussagen von Shafi'i. Wie gesagt, wenn einer wirklich die Wahrheit will, kann er zu uns kommen, kann sich das angucken, weil ich denke, wer es bisher nicht kapiert hat, der wird sowieso nie kapieren. Das ist das Problem. So. Asim ibn Ali, Sheikh al-Bukhari, genau, ein Sheikh von Imam al-Bukhari, im Jahre 221 gestorben. Ja? Ja. Er erzählt, dass er die Jahmiya, dass er mit denen geredet hat und hat gesehen, dass dies verleugnen, dass Allah über den Thron ist, was zeigt, dass er glaubt, dass Allah über den Thron ist. So. Weiter, 21. Muhammad ibn Mus'ab, ja? Sheikh al-Baghdad, was sagt er? Man sama annaka لا تتكلم ولا ترى في الآخر ولا ترى في الآخرة فهو كافر Achso, er sagt dann am Ende, weil er erzählt dir viel, أشهدُ er sagt zu Allah أنك فوق الأرش فوق سبع السماوات ليس كما تقول أداء الله الزنادقة. Er sagt hier, der Sheikh von Basra, 228 gestorben, von Bagdad, er sagt, ich bezeuge, oh Allah, dass du über dem Thron bist, über sieben Himmel, nicht wie die Feinde Allahs sagen, die Zanadika. Subhanallah. La ilaha illallah. 228, dann. Das war nur Ibn Taymiyyah, es gibt nur Ibn Taymiyyah, der dies gesagt hat. Dann Naib ibn Hamad al-Kharar, der Sheikh von Naib ibn Hamad, auch der Sheikh von Bukhari, was sagt er? Ja. Huwa ma'akum ayna ma kuntum, er ist mit euch, Allah ist mit euch, er sagt, ma'na'u annahu la yakhfa alayhi khafiya, also von ihm geht nichts Verstecktes weg, bi'ilmihi, also mit seinem Wissen, ala tara qawluhu, wa ma yakunu min najwa thalatha illa huwa rabihum, ihr kennt doch die Aussage, es gibt keine Najwa von dreien, wo er nicht der vierte ist. Und er, wie gesagt, er bestätigt dies auch, seit, das ist im Jahre 228 gestorben. Dann, 227, Bishr al-Hafi, Sa'id al-Asr, das ist ein Sa'id, einer, der sich der Welt entzogen hat. Ja, was sagt er? Ja. Wal-Imanu bi-anna Allah ala arshihi istawa kamasha. Und der Glaube, ja, dass Allah über seinen Thron ist, er hat ein Buch geschrieben, Al-Ibana, sich so erhoben hat, wie er will. Und dass er alles weiß, in jedem Ort. Wa-anna-yakul wa-yakhluk fa-kawlu kun leysa bi-makhluk. Punkt. Weiter im Text. Abu Ubaid al-Qasim ibn Salam, 224 gestorben, auch bestätigt dies auch. Weiter im Text. Qutayba ibn Sa'd, Sheikh al-Khurasan, 230 gestorben. Ja, bestätigt dies auch. Ja, hier. Narifu Rabbana fi sama'i sabati al-arshihi, bestätigt dies auch. Wir kennen den Herrn, der über sieben Himmel auf seinem Thron ist. Dann Yahya ibn Ma'in, Sayyidul Hufad, einer der größten Gelehrten überhaupt. Was sagt Yahya ibn Ma'in? Das wollte ich damals sagen, als der Sheikh mich nicht ausgereden lassen hat. Was sagt er dort? Er sagt, إِذْ قَالَ لَكَ جَحْمِيٌ كَفَرْتُ بِرَبِّنْ يَنْزِلُ مِنْ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ. Ich glaube nicht an einen Gott, der herabkommt vom Himmel zu Himmel. Dann hat er gesagt, Kultu amantu bi rabbin yaf'alu ma yasha. Ich glaube an einen Gott, der tut, was er will. Das ist Yahya ibn Ma'in, seine Aussage. Ja? Wir haben es mit Isnad hier, können wir alles bringen, sprengt jetzt den Rahmen. Wer wirklich Interesse hat, kann es sehen. Ja? Yahya ibn Ma'in, das ist auch in Layla Kai Band 3, wo er dies sagt. Dann sagt natürlich dann der Ashadi, ja, wenn du sagst, er kommt runter, ja, dann ist er ja, also hier, Ahbesh, dann ist er ja in seiner Schöpfung drin, wenn, dann. Wir sagen, wir wissen nicht, wie er abkommt. Wissen wir nicht, keine Ahnung. Wir wissen nur, dass es zu seiner Majestät passt. So wie auch Abdul Qadir Jilani sagt, in Al-Runya li Talib al-Haqq,
wo er sagt, Allahu yanzilu kullu yawmin ila sama'i dunya kayfa yasha wa laysa bi ma'na nuzuli thawab kama tad'i mutazila wal ash'ira. Das heißt, Abdul Qadir Jilani sagt in seinem Buch Al-Ghunya, ja, die Allah kommt herab zum untersten Himmel, wie er will. Und nicht so, wie die Asha'ira und die Mu'tazila behaupten, das ist sein Herabkommen von seiner Belohnung oder anderen Dingen hier. Dann Ali ibn al-Madini, auch einer der großen Gelehrten des Hadith, den jeder kennt, der ein bisschen Ahnung vom Islam hat, der, schau mal, er sagt, Qawlu alul jama'a, qal, yu'minuna, also das Wort der Jama'a, der wahren Gruppe, sie glauben, dass Allah gesehen wird, Ruya, bi kalam, dass Allah spricht, wa anna Allah azza wa jal, فوق السماوات على عرشه استوى, über seinen Himmel, über den Thron erhoben. Ali ibn al-Madini, das ist sozusagen der Abu Hanifa des Jarwa Ta'dil in der Hadith-Wissenschaft. Unwiderlegbar. Ahmed ibn Hanbal, brauchen wir nicht zu erklären, seit 241 gestorben. Was sagt er? Ja. Im Buch, Sunnah von seinem Sohn, sagt er, Allahu فوق السماء السابعتي على عرشه باين من خلقه وقدرته وعلمه بكل مكان. Ja. Er wurde das gefragt, ist Allah über den sieben Himmel auf seinem Thron, getrennt von seiner Schöpfung, sein Wissen und seine Macht ist überall. Und er sagt, ja, Ahmed ibn Hanbal, wir haben den Isnad hier, Yusuf ibn Musa, Al-Qattan, Sheikh Abi Bakr, Al-Khalal, und so weiter und so fort. Wer Interesse hat, kann zu uns kommen, wir können es ihm geben. Ishaq ibn Rawahi, genau dasselbe, der große Gelehrte, Huwa Ba'in min Khalkihi, Thumma Dhakaran ibn Mubarak, Kauluhu, Huwa ala arshi ba'in min khalqi. Ganz klar, er ist auf seinem Thron, getrennt von seiner Schöpfung. Dann Ibn al-Arabi, der Lugawi des Zaman, der erklärt hier ganz genau, dass dieses Istawla, was die Ahbash benutzen, Schwachsinn in der arabischen Sprache ist. Dieser Ibn al-Arabi ist gestorben, Jahre 231. Ja. Was wollen wir machen? Was wollen wir noch machen? Was wird dann gesagt? Ibn Taymiyyah, diese Akide ist vor 250 Jahren von den bösen Wahhabiten erfunden worden. Abu Zahr Razi, Kaula Abu Ismail Ansari und so weiter und so fort. Ja. Semirtu Abu al-Fadl ibn Ishaq, 224. Hadathani Muhammad ibn Ibrahim und so weiter und so fort. Semirtu Abu Zahr Razi, Su'ila an Tafsir al-Rahman al-Arsh istawa. Faghadiba wa qal Tafsiru kama takra. Der sagt, der ist im Jahre 264 gestorben, der Tafsir ist so, wie du es liest. Er ist über seinen Thron, hu ala arshi. Wa ilmu fi kulli makan, und sein Wissen ist überall. Wa man qala ghayra hadha, fa alayhi la'natullah. Er sagt, wer etwas anderes sagt, fa alayhi la'natullah. Das sagt hier Abu Zar'a al-Razi, 264 gestorben von den großen Gelehrten. Er sagt, Allah ist über seinen Thron, wie er sagt, das ist sein Tafsir. Und wer was anderes sagt, so soll der Fluch Allahs auf ihn sein. Das sagt er. Abdul Wahab al-Waraq, 250 gestorben. Inna Allah azza wa jal fawq al-arsh wa ilmuhu muhitun bidunya wal-akhira. Allah ist über seinen Thron und sein Wissen umfasst Dunya und Akhira. Weiter im Text. 278, Habul Karmani, was sagt er? Qala Abdurrahman, wa anna Allah. War mal kurz. Guck mal hier. Er sagt, Innal Jahmiyyah adda Allah. Die Jahmiyyah sind die Feinde Allahs. Das sind die, die alle Eigenschaften von Allah geleugnet haben. Ja? Und manche Leute, okay, ich möchte jetzt nicht übertreiben, Humuladina yaz'amuna, sie sind diejenigen, die behaupten, dass der Koran erschaffen ist und dass Allah mit Musa nicht gesprochen hat. Ja? Übrigens, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, sagen die Ahbash, ich will nichts Falsches sagen, dass Allah auch nicht direkt mit Musa gesprochen hat, sondern dass Jibril das übersetzt hat. Ja. Allahu a'lam. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Und wa annahu la yura fil akhir, dass er nicht im Jenseits gesehen wird. Wa la yura fil lahi makan. Wa laysa al arsh, dass er nicht auf dem Thron ist. Wa la au kursi. Hum kuffar. Fahadharhum. Sie sind Kuffar, hüte dich vor ihnen. Hier. 278 gestorben. Weiter im Text. Abu Isa Tirmidhi, in seinem Buch, in Jami, sagt er, kann man nachlesen, können wir nicht verfälscht haben. Ich wollte noch was anderes geben.
Da kommen wir gleich zu, nicht, dass ich hier vergesse, weil wir haben so viel, wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen. Das ist das Problem. Wir sind jetzt seit, wann sind wir dran? Seit 16 Uhr sind wir jetzt dran hier. So. So. Er sagt über den Hadith von Abu Huraira, فَقَالَ عَلُوا الْإِلْمِ هُوَ عَلَى الْأَرْشِ كَمَا وَصَفَ النَّفْسُ فِي كِتَابِهِ. Das sagt er in seinem Buch Ajami, dass er das Alul Ilm sagt, und das sagt er im Jahre 279. Da gab es noch kein Ash'ari-Madhab. Ja? Da wurde noch nie gesagt, Allah ist weder in der Welt noch außerhalb der Welt und so weiter. Da sagt er ganz klar und deutlich, er ist auf seinem Thron, so wie er in seinem Buch liegt. Das kann man in seinem Buch Al-Jami'a, in seinem Buch sehen, heute noch. Allah ist über seinen Thron, so wie er sich selber beschreibt. Das ist Tirmidhi von den sechs Muhadithun. Wenn das unser Maßstab ist, wo sind wir dann? Wer hat dann die richtige Akida? Die vier immer haben wir. Wir haben Uzay, wir haben Al-Mubarak. Alles andere sind Lügen. Wie wir eben schon gesehen haben. Qurtubi wird zitiert, steht überhaupt nicht in Qurtubi. Gerade Iyad wird zitiert, das was danach kommt, wird nicht zitiert. Und dann wird erzählt, der Koran und die Sunna, das Wort Wörtliche, der wörtliche Anschein, ist die Grundlage des Kufers. Geh zum Wörterbuch, schau dir an, was er gesagt hat. Zawahir. Das heißt, die wortwörtliche Bedeutung. La ilaha illallah. Das ist Islam. Das soll Islam sein. Das ist kein Islam. Das ist Dalal Mubin ist das. Hier, was soll man noch bringen? Ich habe noch nicht mal alles gebracht. Meine Frau hat die für mich rausgeschrieben, die Sachen. Innerhalb von einem Tag. Das sind 56 Aussagen. Was will man noch mehr haben? Was will man noch mehr haben? Und wir haben noch mehr und wir haben noch mehr. Hier, Sunan Abi Dawud hier. Das Buch ist überall in der islamischen Welt anerkannt. Sunan Abi Dawud. So. Dieses Buch ist überall. Überall ist dieses Buch, Sunan Abi Dawud. Wir können es nicht verfälschen. So, jetzt frage ich euch, dieses Buch. So, er hat hier ein Kapitel drin, in diesem Buch, Abu Dawud. Habt ihr die Akida von Abu Dawud? Ist die Akida von Abu Dawud richtig? Gehört er zu denen? Natürlich ist er kein reiner von Tabi'in und so weiter. Aber gehört diese Akida, hat er von den Salaf gelernt, die Akida von Salaf genommen? Ja, das ist unser Maßstab, was wir eben gesagt haben, was wir den ganzen Tag sagen. Was hat er hier? Er hat hier Widerlegung der Jahmiya. Widerlegung der Jahmiya, die zur damaligen Zeit die ganzen Eigenschaften von Allah gelogen haben und gesagt, Allah ist überall. Haben gesagt, Allah hört nicht, Allah sieht nicht, Allah dies. Wenn er jetzt die Jahmiya widerlegen wollte und er wäre Ash'ari gewesen, welche Hadithe würde er nehmen? Er würde die Hadithe nehmen, wo erwähnt wird, dass Allah subhanahu wa ta'ala hört, sieht und so weiter. Weil das sind die sieben Eigenschaften Manawi, die Ahbash oder Ash'aira bestätigen. Aber welche Hadithe hat er hier? Guck, welche Hadith hat er? Er hat den Hadith von Abdullah ibn Umar, überliefert vom Propheten, dass er sagt, Allah wird am jüngsten Tag die Himmel einfalten und sie in seine rechte Hand nehmen und wird sagen, ich bin der König, wo sind die mächtigen Männer? Ja, wo sind die stolzen Männer? Er wird die Erden nehmen und sie in die andere Hand nehmen und wird sagen, ich bin der König, wo sind die mächtigen Männer, wo sind die stolzen Männer? Wenn er doch selber nicht daran glaubt, warum soll er dies als Widerlegung der Jahmiya nehmen? Würde ein Ash'ari, würde ein Habashi diesen Hadith als Widerlegung der Jahmiya nehmen? Hier, Jahmiya, schaut mal, ihr bestätigt die Eigenschaften von Allah nicht. Allah, der Prophet Sallallahu sagt in einem authentischen Hadith, dass er am jüngsten Tag die Himmel in eine Hand nehmen wird und die Erde in eine Hand und sagt, wo sind die Könige, wo sind die Stolzen? Ist das eine negative Eigenschaft für Allah, wenn Allah subhanahu wa ta'ala die ganze Himmel, das ganze Universum packen kann, auf eine Art und Weise, wie sie seiner Schöpfung nicht gleicht? Ist das eine negative Eigenschaft oder ist das eine vollkommene Eigenschaft von Macht? Das muss den Verstand einschalten. Das ist das, was der Prophet sallallahu gesagt hat. Das ist das, was Abu Dawud von den Salafis, von den Muhadithun als Rat auf Jahmiya nimmt. Was ist der zweite Hadith? Der zweite Hadith ist,
dass er sagt, dass Allah an jedem letzten Drittel der Nacht an den untersten Himmel kommt. Das sagt Abu Dawud im Buch Rad al-Jamir. Das ist das Kapitel 1697 Abu Dawud. Ihr könnt es selber nachlesen. Warum soll er das als Rad? Haben die Jahmiyya bezweifelt, dass die Engel an den untersten Himmel kommen können? Nein. Die haben verlangt, dass Allah das kann. Das heißt, er müsste dieses Kapitel gar nicht so nennen. Und Ibn Majah, genau dasselbe in grün in seinen Sunnen. Das heißt, wer folgt hier dem Salaf? Und die Kassette ist bald wieder zu Ende. Und ich würde sagen, einen Moment, wie viele Minuten haben wir noch? 2 Minuten. Ich würde sagen, wir haben so viel jetzt erwähnt. Wir haben hier noch fast 30 Aussagen jetzt, ja, von Salafi-Gelehrten, die das sagen, der ist über den Thron und so weiter. Ich glaube, wer es jetzt noch nicht kapiert hat, der hat Allah wirklich das Herz blind gemacht. Ja? Und wie gesagt, möge Allah alle Menschen recht leiten. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, bitte melden. Ja, ich bin mir sicher, man wird wahrscheinlich irgendeinen kleinen Fehler finden, den dann wieder dreimal drehen, aber kein Problem. Schaut euch das ganze Video an, fragt Allah um Hilfe und wie gesagt, geht zum Tafsir Tabari, geht zu diesen Büchern, schaut euch das an, was Imam Razali gesagt hat in diesem Bereich, wo er zugegeben hat, dass Ahmed ibn Hanbal unsere Akida hat und fragt euch, wollt ihr die Akida von Ahmed ibn Hanbal haben oder wollt ihr die Akida haben von Leuten, die Jahrhunderte später gekommen sind? Das ist der Punkt, den ich sagen will. Akulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum. Alles, was richtig war, war von Allah und alles, was falsch war, war von mir, von meiner eigenen Seele. Ich mache bestimmt auch Fehler und ich bin gerne bereit, wenn ihr mir einen Fehler zeigt, diesen Fehler rauszunehmen. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum.